Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter. Kam es denn für... Oh, ist das lecker! Küchenfunk. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Küchenfunk. Ich bin der Christian von Küchenjunge.com. Bei mir dabei der Martin aus Köln, aus der fetten... Wohnung? Von der fetten Couch? Mu? Ich hab Feierabend. Du hast Feierabend, ja genau. Aber... Aber mein Blog heißt soupsfornoobs.com, falls du das meinst. War das nicht Late Night? Nee, der Witz ist so alt. Komm, das können wir nicht mehr machen. Das können wir nicht mehr machen. Und ich werde dieses Jahr noch für viel mehr Verwirrung sorgen. Keine Angst. Du wirst 40? Was hast du gesagt? Nein, ich werde ein bisschen noch... Egal. Ich mache nur Spaß. Auf jeden Fall ist es... ja. Der Martin ist wieder auf Abwägen. Der macht den vierten Laden auf. Ja, den siebten parallel. Nein. Sehr gut. Machst du jetzt auch so eine Pizza, Martin? Boah. Sollst du es nicht erzählen? Ich spinne nur rum. Ich habe das. Ich hab keine Infos. Also. Es gibt hier noch zu wenig Läden in der Südstadt. Da ist noch Potenzial. Auf jeden Fall. Also, ich würde ja sagen, vielleicht ist es was mit Hot Dogs. Ja, das ist ein Business, was immer laufen wird. Aber ja, ich mache jetzt erstmal in Bier, bis es leer ist. Oh nein. Lass dir Zeit, ne? Ja. Nein, also. Könnte man auch falsch verstehen. Ich trinke gerade ein leckeres Berliner Berg Lager, ist das? Das heißt Berliner Berg. Das ist von dem ehemaligen Brauer von Cool Public. Ehemaliger? Ja, ja. Die haben es ja so wie neu aufgestellt. Ja, warum? Irgendwie, warum die sich zerstritten haben oder warum die sich getrennt haben? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das der gute Mann, der auch die guten Biere da gemacht hat. Und macht jetzt in Berlin unter dem Label Berliner Berg anscheinend auch fantastische Biere, weil ich habe so die erste von der ersten Abfüllung gerade eine Flasche in der Hand. Mhm. Die habe ich schon eigentlich 2-3 Monate hier liegen, hatte ich mir einfach ein Tasting aufbewahrt, aber jetzt ist sie halt fällig. Warum habe ich das Bier nicht? Das ist so gemein. Wie soll ich denn darüber reden? Ja, brauchst nicht. Das ist sehr lecker und wenn du jetzt mal in Berlin bist, kauf dir einfach mal eins. Also schmeckt für ein Lager wirklich, wirklich sehr, sehr ausgezeichnet. Okay. Überraschend gut. Also ich habe es nicht erwartet. Okay. Aber ist auch wieder der quasi der ehemalige Brauer von Cool Public und die Biere waren ja immer eigentlich von denen alle gut. Aha. Ja, weil der Cool Republic, ich habe jetzt heute angefangen, die neue Podcast-Serie zu hören, die der Holger gemacht hat, der Holger Klein für die Bayern-Touristik. Genau. Wie hieß der Podcast nochmal? Hock die her. Hock die her. Wo ist er? Ah ja, genau, da ist er. Hockt die hier und da ist er ja in der ersten Folge auch bei Crew Republic. Und in der letzten Folge. Die erste Folge ist bei der Nonne. Okay, dann höre ich die falsch rum. Okay, du könntest recht haben, weil die haben keine Folgennummern. Das sind dann nur die... Ach so. Ja, und die ersten 5 wurden jetzt auf einmal veröffentlicht. Ah, okay. Nee, dann ich habe jetzt vorne oder hinten angefangen. Nee, also Crew Republic und das sind irgendwie 2 Jungs. Die da jetzt interviewt werden, die das Ganze ja eher auf, ich habe jetzt auch erst am Anfang über die Wirtschaft irgendwie dahin gekommen sind, also genau. Gar nicht so ein Background im Bierbrauen haben und sich das erst angeeignet haben. Und der ihr eigentlicher Brauer ist weggegangen? Ja, so wie ich das mitbekommen habe, die haben sich da so... Aha. Mhm. Aha. Wie genau kann ich das, weiß ich auch nicht, aber das wurde mir schon letztes Jahr so zugetragen, ne, im Sommer, dass das passieren wird. Was der Martin alles weiß, ist ja unglaublich. Ja, der Männer-Podcast. Ja, der gut, der weiß ja. Die sind immer sehr, sehr gut informiert und da weiß man auch sowas her und da habe ich auch mein Bier tatsächlich her, weil man muss einfach mal. Vermutet, ja. Man muss einfach da mal auf der Seite aufpassen, weil die haben ab und zu mal so Bierpakete verkaufen, die. Mhm. Die sind zwar, sagen wir mal, nicht die günstigsten Bierpakete, kostet so wie 6 Bier mal eben 25 Euro oder 30 Euro. Aber das sind immer besondere Biere, die man so auch nicht in diesen ganzen Online-Shops kaufen kann. Hier Bierzwerg, Bierdeluxe und wie hast du nicht gesehen? Das sind so Sachen wie immer das erste Bier von der Brauerei oder der Cooperation Suit, den es dann nur vor Ort gab. So Geschichten halt. Das ist ja schon cool. Dann sag mir das nächste Mal Bescheid, wenn du da sowas im Auge hast. Okay. Du vergisst es. Ich merk's mir schon. Du bist nicht der Erste, der mir das sagt, aber du hast mir wenigstens noch nett gesagt. Andere waren schon ein bisschen mehr sauer. Zum Beispiel, ich habe da wirklich das
eine meiner geilsten Biere überhaupt letztes Mal getrunken. Und zwar, du, wir alle kennen ja das Alemania von Fritz Wülfing, ne? Mhm. Und der macht ja schon echt verdammt geiles IPA. Mhm. Und das hat der allererste Sud aus seiner neuen Anlage aus der Dose, wie es das auch gehört mit einem Alemania IPA. Das kann ich jetzt, da weiß ich noch nicht, ob ich das so toll finde. Aber ja, und ohne Scheiß, ich habe das aufgemacht und es hat am Anfang geschmeckt wie ein frischer Zitronensaft. So, das war so pervers auf der Zunge, so extrem säuerlich irgendwie, aber so eine Fruchtbombe. Das war, ja. Aha. Ja, so wie man sich eigentlich immer die Punica Oase in der Werbung vorgestellt hat und nie war. Ohne Zuckerersatzstoffe und sowas. Ja. Richtig pornös. Ich weiß nicht, also bis jetzt glaube ich so mein schönster IPA-Moment in diesem Jahr. Oh, sehr gut. Ja. Aber Fernsehen war bei euch, habe ich gesehen. Ach, meinst du hier? Galileo. Ja, das ist, das haben wir gemacht nur für den Laden ein. Das haben wir, die haben die Anfrage bekommen. Galileo wollte den Übergang drehen, also wer Laden eigentlich kennt, das ist ja das erste stationäre Pop-Up-Restaurant in Deutschland. Man kann 2 Wochen quasi den Laden mieten und dann sein Konzept ausprobieren und danach kommt ein anderer Mieter. Und die wollten halt das mal vorstellen und dann einfach mal, um das sinnbildlich so ein bisschen zu verdeutlichen, einfach mal den Wechsel filmen. Ja. Das heißt, die waren bei uns am letzten Tag, die waren an dem Übergabetag, da wird dann von uns noch ein bisschen abgebaut und so und Sachen abgefahren und dann am nächsten Tag, wo der neue Laden quasi aufmacht, ja. Und ja, haben den ganzen Tag gefilmt, ich habe mich schön im Hintergrund bedeckt gehalten. Ich habe dich gar nicht gesehen, stimmt. Ja, ich, der Richie war vorne mit dabei. Der Richie war ganz vorne mit dabei, war dann auch extrem enttäuscht, wie wenig er im Fernsehen zu sehen war, weil die waren wirklich den ganzen Tag da und haben ihn total genervt. Dann war mein Chef so 10 Minuten da und davon haben sie ungefähr 5 Minuten gezeigt von dem ganzen Tag, was sie mit Richie da gefilmt haben, weil er eben halt. Und dann haben sie, glaube ich, noch 2-mal die gleiche Szene vom Richie gezeigt. Ja, ich glaube, das war immer der Einspieler vor der Werbung oder so. Keine Ahnung. Ja, und er kennt das halt noch nicht, dass wenn man da irgendwie den ganzen Tag dreht, dass da vielleicht noch 1-2 Minütchen bei rausfallen. Ne? Man war ein bisschen enttäuscht, aber ja ich finde, wir sind da ganz gut weggekommen, man hat unsere schönen Hotdogs gesehen und da haben die ja auch gesagt, dass ihr jetzt noch einen Laden aufmacht mit Hotdogs. Haben sie gesagt? Ja. Boah, ich trage das mal im Kalender an. 2-0, Mario Götze. Ja, 45. Minute gegen Italien. Der Götze hat getroffen, das ist ja unglaublich. Leider kein bedeutendes Spiel. Haben sie geschrieben. Ich will jetzt gar nicht vom Thema ablenken. Wir sind am Gucken. Muss das Richtige dabei sein. Ja, ist doch cool. Also, Worst-Case-Szenario bald. Laden in Köln. Yeah. Zuerst du hier schon zu hoch schreist. Erst gehört im Küchenfunk. Yeah. Nee, aber wir haben das ja im Laden einen ausprobiert. Ja, und, klar. Es war sehr erfolgreich. Ne? Da kann man ja einfach mal so den Gedanken weiterführen. Das finde ich gut. Ja. Das wäre so eine der Sachen, die man so vorhat demnächst. Ja. Sehr schön. Ja, Fußball. Ihr hört jetzt, Martin muss unbedingt Fußball nebenbei gucken. Ich verkneif mir das. Ne? Nur weil du nicht in der Nähe vom Fernseher sitzt, gibt's doch zu. Nee, ich habe einfach keine Lust. Ich habe besagte Bayern-Juve-Spiel, wo wir ja, glaube ich, einen Tag vorher aufgenommen haben. Das hat mich so viel Nerven gekostet, dass ich habe an dem Abend wie viele Backbone-Splitter getrunken und später, wie es dann Richtung Verlängerung ging, musste ich dann noch Whisky trinken. Ach, scheiße. Deswegen, das war so aufregend, das reicht mir jetzt erstmal. Hat sich aber auch gelohnt, ne? Also lieber so ein Spiel, als irgendwie 1-0 langweilig zu verlieren, gewinnen. Ja, das war mega, mega aufregend. Aber gut, wir hören auf, von Fußball zu reden. Das interessiert ja hier wahrscheinlich nicht jeden. Ja, man muss jetzt auch nicht länger über den Bayern-Dusel reden. Ne? Ja, es war also. Die hätten beide gewinnen. In der Verlängerung habe ich gesagt, ist mir scheißegal, wer gewinnt. Jetzt ist es mir wirklich egal. Die haben es beide so verdient. Also. Aber jetzt ist es dir nicht mehr egal. Jetzt seid ihr weiter. Ja. Ja, gut. weiter. Wir wollten doch das Thema wechseln. Wir haben gerade Ostern hinter uns gebracht. Oh ja. Und ganz schlimm. Haben nicht vorher geredet, was wir Tolles zu Ostern kochen werden oder so. Ja.
Nee, es war auf jeden Fall üppig. Also ich habe mir ausgemalt, wie üppig das wird, und es ist noch viel üppiger geworden. Weil du bekocht wurdest oder hast du gekocht? Ich habe, glaube ich, alles, was ich gegessen habe an Ostern, alles selber. Also bis auf Kaffeekuchen irgendwo mal immer selber gekocht. Krass. Vollgas gegeben, wa? Richtig Vollgas. Ist ausgelastet, der Junge hier. Ja, es hat richtig Spaß gemacht. Aber ich musste jeden Tag die Spülmaschine ausräumen. Jeden Tag. Das war echt ernst. Siehst du? Immer, wenn ich koche, muss ich sie nicht ein- und ausräumen. Aber mache ich auch trotzdem ab und zu mal. Ja, wir haben hier strikte Arbeitszeit, das ist schon mein Job, deswegen muss ich es machen. Aber an Ostern war ich jetzt heftig, was da alles durchgelaufen ist. Ja. Ich sehe das schon, ist ja Wahnsinn. Aha. Ja. Du hast auch einen Osterhasen gewasselt. Oh, wie süß. Ja, einen Burger. Das war der Osterburger in der Agentur. Hat jeder so einen Burger bekommen? Ja. Das ist ja sehr Ostern. Schön. Oh. Das war vor Gründonnerstag, der Mittwoch, haben wir, weil wir ja Gründonnerstag dann kein Fleisch machen, haben wir dann den Tag vorher Warum? Einfach Fleisch. Warum Gründonnerstag? Ja, da isst du ja dann irgendwie grüne Soße oder Senfeier mit Spinat oder keine Ahnung, ist ja halt so ein, es war bei uns zu Hause auch immer so traditionsmäßig, aber nicht, es ist, glaube ich, religiös, aber bei uns war das nicht religiös, sondern einfach, das macht man halt so. Und das finde ich eigentlich immer eine witzige Tradition. Also nicht aus. Nie gehört. Was? Gründonnerstag? Hast du noch nicht gehört? Dass man grüne Sachen isst, oder was? Nein, das ist Fleisch und Fisch los. Karfreitag ist dann Fisch, aber Gründonnerstag ist wirklich dann so eigentlich ohne alles Fleischige. Ich frage mich jetzt, ob ich in der richtigen oder in der falschen Familie groß geworden bin. Auch wie gesagt, das ist einfach witzig. Es gab eigentlich, bei uns zu Hause gab es immer Senfeier mit Spinat und Kartoffelpüree. Aber Senfeier, viele ekeln sich ja davor, aber Senfeier sind einfach was richtig Geiles. Ja. Die kann man zwar nicht jeden Monat mal essen oder so, aber so zwei, dreimal im Jahr ist schon extrem geil. Ja. Aber vor allem so einen schönen Spinat dazu und Kartoffelpüree, und dann mische ich mir das alles untereinander. Also es ist wirklich, es ist super einfach gemacht. Und für mich war das eigentlich immer das Gründonnerstagsessen. Ja, aber das, wir hatten das irgendwie vor 3-4 Wochen in der Agentur schon mal, die Senfeier. Und der Wunsch war dann, ja, dann gibt's halt, es ist Kassler, Frankfurter grüne Soße, also Schmand, Creme fraiche, gehackte Eier und jede Menge Kräuter und dazu Pellkartoffeln. Das war dann zu lapidar, um das auf Instagram zu posten. Ja, ich glaube, wo war ich denn? Ich glaube, das haben die Kollegen auch gemacht, da war ich gar nicht mit das da. Weil ich mit meinem Bein zum Physiotherapeuten gehumpelt bin. Du machst deswegen, auch Sachen. Ja, deswegen habe ich dann auch kein schönes Foto mehr gekriegt. Kannst du jetzt zugeben, du hast dich beim Bayern-Jubel am Ende verletzt, oder? Nee, das war leider vorher. Leider nicht. Ja, aber ja, zurück zu dem Osterburger. Hast du denn schon gesehen, was alles drauf war? Ja, ein Schnurrbart, Ohren und ein Ei. Genau, also volles Programm Osterhase. Und sogar Lamm. Also ich habe jetzt keinen Hasenhack geholt. Ich habe jetzt auch nur von der Optik gesprochen. Ja. Also. Ja. Ich war beim türkischen Supermarkt hier in der Stadt. Die haben auch einen Fleischer. Da habe ich dann Lammhackfleisch bestellt. Das haben die, also du musst dann eine Lammkeule bestellen und die wolfen sie dann für dich. Und dann gab es ein schönes Lamm-Patty, da drauf dann eine Bärlauch-Aioli. Sehr geil. Ein Spiegelei und dann auf Schaschlik-Spieße aufgefädelten Bacon im Backofen crunchy gemacht und dann einfach so als zwei Ohren auf den Burger gesteckt und noch zwei Schnittlauch oder drei Schnittlauchstangen vorne reingesteckt, sodass du dann so einen schönen Schnurrbart hast, ja. Wenn du so mal richtig hinguckst, könnte das auch der Mr. Krabs Burger sein. Mr. Krabs, ja. Wenn du so in den Bacon so Augen siehst. Ja. Was macht die Bärlauch-Aioli zur Aioli und nicht zur Mayonnaise? Ja, ich habe jetzt gedacht, weil Bärlauch ja wilder Knoblauch ist und Mayo mit Knoblauch-Aioli ist, habe ich gedacht, ich habe eine Bärlauch-Aioli. Ah, okay. Wir haben nämlich zufälligerweise bei uns gerade auf der Karte, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ja, ihr habt das, Bürger der Woche mit, ihr habt das ja bei mir gesehen. Bärlauch mit Mayonnaise. Hast du nicht gesagt, Mittwoch hattet ihr den Burger?
Letzte Woche Mittwoch, ne? Ja, genau. Da haben wir den ja auch gehabt. Aha. Naja, gut. Ach, dann. Seit mittags, ja. Aber man muss ja auch sagen, die Bärloch-Saison hat ja irgendwie letzte Woche so richtig erst gestartet. Ja. Da liegt es auch schon wieder ein bisschen nach. Ja, natürlich. Ich mache ja auch nur Spaß. Ja. Ne, also, das ist ja auch. Aber bietet sich auch einfach mega gut an für einen Burger, Bärlauch. Ja, das Zeug ist einfach, das kannst du auch, ich schmier das in Lasagne, ich schmier das auf eine Pizza, das in die Pasta rein, das kannst du richtig schön übertreiben eine Woche lang und dann kannst du es nicht mehr sehen. Ach, ich friere mir das ja immer ein. Du kannst ja einfach Gummibeutel hauen, ne, einfach so einmal eben, kannst auch planchieren, wenn du willst, aber musst du gar nicht, wenn du guten Vakuumierer hast. Vakuumierst du das weg, frierst das ein, kannst du rausholen, wann du willst, hast immer noch eine geile, knatschgrüne Farbe und schmeckt eigentlich so. Also am Ende geht es ja nur wie frisch, weil die Konsistenz geht ja dann eigentlich flöten. Mach ich sogar noch lieber, als das zu Pesto oder so zu verarbeiten. Und dann friere ich mir immer ein bisschen was weg und immer, wenn ich irgendwie mal eine bestimmte Soße mache, wo ich denke, das ist jetzt geiler als Knoblauch, kannst du das immer wieder rausholen. Natürlich, wenn du jetzt keinen Vakuumierer hast, dann machst du halt ein Pesto oder ein Öl oder so, aber ich finde das viel zu schade, als dass man nach den 3-4 Wochen, wo es Bärlauch gibt, kein Bärlauch mehr haben kann. Ja, das stimmt. Wobei natürlich so in der ersten Woche übertreibt man es. Ist ja wie mit dem Spargel, ne? Wenn der Spargel erstmal da ist, ne, dann kauft man den völlig überteuert und feiert den voll ab und dann, wenn er billig und bezahlbar ist am Ende der Saison, hat man auch nicht mehr ganz so viel Bock drauf. Ja, das habe ich beim Spargel, habe ich mich da besser unter Kontrolle, muss ich sagen. Wobei wir jetzt bei unserem Gemüseladen, da habe ich auch noch stillgehalten, wie der Bärlauch aus dem Gewächshaus oder irgend so einem Scheiß halt kam. Den habe ich halt gar nicht gekauft. Und jetzt, wie die Bündchen da aus dem Wald liegen, da konnte ich dann einfach auch nicht mehr stillhalten, ne? Was ich halt mache mit dem Bärlauch, sind so Krusten für auf Fleisch zu legen. Weißt du, so Rinderfilet oder Medaillons oder, keine Ahnung, Steak. Einfach mit Butter und Mie-de-Pain, also Toastbrot fein und dann halt das Bärlauch darunter gehackt. Und dann als Rollen einfrieren. Und dann kannst du schöne Scheiben runterschneiden und die dann nochmal unter den Grill packen und das Ganze schön crunchy obendrauf fett grillen. Da steht meine Frau auch total drauf. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Ich habe aber jetzt noch die vom letzten Jahr da rumliegen. Also irgendwie ist meine Gefrierhaltung und ich bin noch sehr undiszipliniert, merke ich. Ja. Besser dort als im Kühlschrank, ne? Ja. Ja, das stimmt. Aber durch die Kleine müssen wir natürlich jetzt auch den Gefrierschrank schön mit dem Pferd, den ersten Brei bestücken. Und jetzt hat meine Frau schon gesagt, sieh zu, dass du da Platz reinkriegst, damit ich da mal endlich eine Schublade für die Kleine kriege, sonst gibt's Ärger. Sehr cool. Was hast du noch was mit Bärlauch gemacht die Woche? Das war ja erst der Anfang. Nur Bärlauch. Danach, an Karfreitag, habe ich dann abends, stimmt ja gar nicht, ich habe an Gründonnerstag dann abends Spaghetti mit Bärlauchpesto gemacht und Scampis. Ja, ich weiß, also war ja dann Abend, ne? War ja nicht mehr Mittagessen, da kann man das ja vielleicht mal machen. Und dann gab es an Karfreitag eine Lachsforelle, die habe ich am Stück im Ofen gemacht, einfach Kräuter und Zitrone in den Bauch, in Alufolie gewickelt und dann 25 Minuten bei 160 Grad. Ich musste sie dann nochmal 5 Minuten nachschieben, weil die leider noch zu roh war, also so ungefähr eine halbe Stunde. Und dann einfach mit so ein bisschen Bärlauchöl beträufelt. Das war schon echt gut. Super easy. Irgendwie auch diese Art der Zubereitung von Fisch allgemein finde ich einer echt der besten, ne? Wenn man es nicht zu viel Mühe machen möchte, aber der kommt immer geil Aromen zum Tage. Und hast einfach nur Bärlauch mit Öl püriert, ein bisschen. Ja, ich hatte einfach viel zu viel Bärlauchpesto gemacht. Ich habe dann einfach, auch wenn da ein bisschen, also der Käseanteil war jetzt nicht so hoch, ich habe einfach das Pesto ein bisschen mit Öl gestreckt und das dann genommen. Also, der ist ja so bissig, der Bärlauch, dass es jetzt auch mit dem Käse
wenn man jetzt darüber streiten will, ob man Käse zu Fisch nimmt, aber das war gar nicht mehr so vorschmeckend, weil ja die Schärfe. Ich habe noch, glaube ich, ein bisschen Zitronensaft dran getan, damit es noch ein bisschen frisch wird neben der Schärfe. Und dann ja, war das ein echt schönes Öl, was da dann auf dem Fisch war. Da muss man natürlich auch aufpassen, dass man den Fisch nicht tothaut mit dem Bärlauch, ne? Ja, aber das, glaube ich, geht mit Bärlauch einfacher als mit Knoblauch. Ja. Ja. Tja, da kann ich schon fast verstehen, warum die nach einer Woche der Bärlauch aus dem Hals hängt. Nee, das stimmt nicht. Es hängt ja nicht zum Hals raus, aber ich werde jetzt irgendwie in den nächsten 2 Wochen noch so eine massive Bärlauchwoche in der Agentur schieben. Da sind die auch, da geiern die auch immer nach. Und dann, glaube ich, habe ich es wirklich satt. Also da kannst du ja schöne Bärlauchsüppchen machen, dann die klassischen Spaghetti mit Bärlauchpesto werden immer gefragt und der große Klassiker ist dann einfach die Lasagne mit wo das Bärlauchpesto einfach unter Creme fraiche ziehst und das dann in die Lasagne schmierst. Dann knien sie alle nieder, weil das ist wirklich göttlich. Ja, Bärlauchlasagne ist top of the pops. Das könnte ich mir eigentlich auch noch gut vorstellen, die Woche. Vielleicht mache ich das ja mal. Ja, also ich bin ja eh so ein fauler Sack, wobei ich mich jetzt mittlerweile auch mit Bechamel in Lasagne beschäftigt habe. Ich habe ja früher einfach immer nur Creme fraiche dazwischen getan, weil ich das eigentlich auch immer sehr lecker fand. Und dann die Klassikverfechter dann immer gesagt, du kannst, ah, Bechamel ist doch so einfach, das kannst du auch machen. Habe ich das dann auch mal probiert und ist auch gut, aber es ist halt einfach fetter mit Creme fraiche. Aber hast du dann nur Schichten, du machst auch noch Hack drunter, ja, genau, wie das so klassisch ist, auch richtig so angemacht, so wie mit Tomate und genau, so? Oder, ja, genau, das ist dann einfach im Grunde klassische Lasagne, nur anstatt Bechamel zwischendrin, hier und da ist halt einfach diese Bärlauch-Creme fraiche drin. Ja, cool. Und das ist richtig Porno. Hast du es verblockt? Ich glaube, ich habe das noch verblockt. Die Ölwa hat das irgendwann mal, die ja vor unzähligen Folgen mal hier war. Viel zu lange her. Ja, viel zu lange her. Hat das mal gemacht und die hat das auch so gefeiert. Das ist so verboten. Ich gucke mal gerade, ob hier Bärlauch-Lasagne, wenn man nach Bärlauch sagt. Ah, vom Küchenjunge, vom 7.5.2012. Ich habe einen Link. Genau. Ist noch schlecht fotografiert aus der Agentur, aber ja. Ich werde es in den Shownotes verlinken. Ich überleg's mir. Habe ich auf jeden Fall jetzt Bock drauf. Ja. Nee, das ist einfach so viel, also dieses Tomatik, Hackfleisch und dann dieses ganze Fettige dabei. Das ist einfach ein richtiges Soulfood. Also erinnert mich schon so ein bisschen an die Kombination, die wir bei unserem Burger der Woche hatten. Wir haben ja auch Chorizo genommen von der Oma-Kuh, die ja mega fettig ist. Die haben wir dann so einen Tomaten-Sugo so verkocht, ja, mit reingekocht, weil eigentlich so ein Ragout war es ja dann, ne? Ja. Und aber dieses Fett von dieser Oma-Kuh ist halt, also diese Chorizo ist extremst fettig, die hat bestimmt 30% Fettgehalt. Also das war echt pervers, so irgendwie du warst zwar runter reduziert, aber es war trotzdem irgendwie alles voller Fett. Was heißt runter reduziert? Ja, so einköcheln lassen, ne? Aber das Fett bleibt doch, oder? Das geht ja, ja nicht klar, weg. Aber die Tomate, die da drin ist, die kannst du schon noch reduzieren, ne? Ja, okay. Ja. Und das haben wir dann noch mit Manchego überbacken und geil. Dazu hat der Bärlauch extrem geil gepasst. Ich würde mal sagen, ist schon eine geile Kombination. Für mich schon fast irgendwie ein bisschen langweilig kulinarisch gesehen, ne? So typisch mediterran, irgendwie mit ein bisschen was aus der Saison. Ich fand es super lecker. Ich habe es einmal gegessen und die Leute haben uns die Bude danach eingerannt. Wir haben das gekocht für eine Woche und nach 3 Tagen durfte ich wieder Chorizo kochen. dann allerdings nicht mehr von der Oma-Kuh. Das haben wir leider nicht hingekriegt. Das stand aber auch nirgendwo mit drauf. Das habe ich nur bei mir in meinem eigenen Instagram-Account. Aha. Verblockt. Und ja, und dann einen Tag vor Ostern eben mal irgendwo 20 Kilo Chorizo von der Oma-Kuh herzukriegen. Nicht so leicht. Ist das denn spanisches Produkt gewesen oder hat das jetzt hier einer von... Nee, das ist spanisches Produkt. Ja, das ist
so, die das herstellen dort in Spanien, die beziehen, die haben 4, 5 Farmer in Europa, die die Oma-Kühe quasi schlachten und dann nach Spanien bringen lassen. Mhm. Also die werden, glaube ich, alle in Holland geschlachtet, soweit ich das weiß. Und dann werden die nach Spanien gebracht. Was? Ja, und dann werden die dort weiterverarbeitet. Ja. Die werden aber die und am besten getötet, zum Beispiel, die werden getötet, aber in Spanien. Nein. Nee, geschlachtet heißt? Niederlandet. Also getötet und geschlachtet. Und die leben aber in Spanien? Nein. Nein. Okay. Also, es gibt welche aus Deutschland, es gibt welche aus Holland, es gibt welche aus Polen. Okay, ich habe jetzt ja die Karren, die Viecher noch von Spanien nach Holland, um die da umzulegen. Nee, nee, also von Polen nach Holland ist jetzt auch nicht die kürzeste Fahrt, ne? Ja, das stimmt. Aber die geilste Qualität kommt bei denen, also was ich bis jetzt gegessen habe, war auch aus Polen. Okay. Ja. Soweit ich das weiß, gibt's da, also, du kannst, hast gar nicht so viele Oma-Kühe quasi, wie du brauchst, so wie der Bedarf eigentlich ist. Deswegen haben die es am Anfang nur aus Spanien gemacht und mussten sich dann andere Betriebe noch dazu holen, damit das irgendwie überhaupt den Bedarf gedeckt bekommen. Ja, und ich denke mal, da ist sowas wie eine Chorizo-Wurst schon, weil eben halt auch gerade von der Oma-Kuh diese Steaks gefragt sind, schon quasi wieder so wie ein typisches Wurstprodukt, eher so eine Art Überbleibsel, ne? Ja. Deswegen sogar relativ bezahlbar. Aha. Weil Oma-Kuh ist eigentlich auch gar nicht so günstig, normal. Ja, das Vieh ist alt, ne? Aber immer wieder ein geiles Erlebnis. Also Oma-Kuh ist schon irgendwie noch was anderes wie Tri-Aged und immer wieder sehr lecker. Ja, ich meine, wir haben ja auch immer über dieses Steak, wie die Steak-DVD, ich glaube, da habe ich mit Sven drüber gesprochen. Irgendwann, die habe ich ihm, glaube ich, dann auch geschickt. Die habe ich gar nicht mehr. Der Bericht da drin, da ging es ja auch um mega alte Küche. Wie alt ist die Oma-Kuh? 15 Jahre? Nee, die Oma-Kuh ist, glaube ich, 6 bis 8, ne? Okay, dann, also die hatten da Kühe, echt, die waren, glaube ich, über 10 Jahre alt. Mhm. Nur draußen gestanden, also auch irgendwo auf einem Berg und ab und zu fährt da mal jemand gucken, ob die noch da stehen. Und das war echt, das waren Riesenviecher. Also was für Steaks waren. Hammer. Und das musste ein wahnsinniges Aroma gewesen sein. Trotz Alter. Das Alter war halt Geschmacksträger. Ja, aber wenn das ins Positive geht, ist es sehr gut. Ja. Nicht so wie bei den Lämmern. Mhm. Ja, so das finde ich Hammer schön. Ja, aber ich glaube, heutzutage hast du bei Lämmern nicht so das Problem. Mhm. Ja. Gab es denn auch bei dir Lamm, außer Lammhackburger, wo wir schon beim Thema sind? Wir waren doch bei Ostern stehen geblieben. Wir schweifen ab. So halb gab es Lamm, weil ich habe den Knochen von der Lammkeule, die ich ja am Mittwoch habe wolfen lassen, habe ich da mit nach Haus genommen, um mir einen Fond zu kochen. Und an Ostersamstag habe ich dann einen Muffel gemacht, eine Muffelkeule. Kennst du einen Muffel? Sind das die mit diesen geringelten Hörnern? Genau, ja. Ja, geil, ja. Also Mufflon, europäisches Muffel, das ist ja eine, was ist denn das? Eine Unterart des Mufflons. Das ist ein Schaf. Okay, es ist kein Lamm. Also eine Gattung Schaf, die halt, ich weiß gar nicht, ob die ein Stück weit auch, ich glaube, die sind nicht freilebend. Die sind aber hier aus der Region gewesen. Ja, bei euch gibt es die auf jeden Fall, das weiß ich. Ich habe nämlich auch letztens Mufflon Bockwurst zum Testen bekommen. Für Wurstkästchen. Es war nicht besonders genug. Also es hat geschmeckt, aber dafür extra sagt, weißt du, dass du Mufflon Wurst hast? Ja. Ich weiß ja nicht. Also ich hatte das hier von einem Jagdhaus, eine Freundin hatte das im Tiefkühler liegen, wollte das unbedingt mal zubereitet haben, habe ich mitgenommen. Und da ich ja dann einen schönen großen Pot Lammfond gekocht habe, habe ich mir das dann zu Gemüte geführt, habe das Paket aufgeschnitten, dann das war entbeint und war halt ultra zerfleddert. Oder ich weiß nicht, der Knochen, du konntest es halt aufklappen. Das ganze Ding. Und ich habe jetzt gedacht, boah, das kannst du jetzt nicht mehr als Braten so gut schmoren. Entweder schneidest du jetzt Gulasch davon
Oder ich habe es dann wieder eingerollt und verschnürt, dass ich dann wirklich wieder so ein Bratenstück habe. Hast du es auch gefüllt oder nur eingerollt? Ich habe das mit Rosmarin und Knoblauch und Bacon gefüllt. Vernünftig. Aber ich hatte da auch wieder, na, ich war ein bisschen enttäuscht. Ich wollte es erst Niedertemperatur oder einfach mit 120 Grad 3 Stunden machen. Aber das Bräterding, was ich da habe, das gusseiserne Ding, das hat so durchgeheizt, dass das so nach 1,5 Stunden eigentlich von der Kerntemperatur her jetzt Richtung 65 Grad schon war. Und habe ich gedacht, ich habe aber noch 1,5 Stunden, bis es gegessen werden soll. Dann habe ich es ausgemacht. Hab's einfach ruhen lassen in dem Ding und dann kurz vor Servieren einfach nochmal kurz heiß geschossen. Aber das Problem war, das Fleisch war schon recht trocken, weil es hat auch kaum Fett gehabt und 4 Scheiben Bacon haben das da drin jetzt auch nicht rausgehauen. Und was ein zweites Problem war, ich habe sehr viel Rosmarin drin gehabt und der hat nicht so viel Hitze abbekommen und dann hast du immer noch dieses ätherische Öl vom Rosmarin, was so ein bisschen an Latschenkiefer erinnert, im Mund gehabt. Ja, ich weiß, was du meinst, ja. Oh, das war so fies. Also du musstest echt quasi die Füllung halt auch rauskratzen, ein Stück weit, weil du es echt. Und dann war halt das Fleisch trocken. Also ich habe es echt verkackt. Sah aber auf dem Teller sehr schön aus. Ja. Deswegen, Fotos lügen schon mal. Fotos lügen schon mal. Ja, dafür war das Püree sehr lecker und ich habe die Freundin, die da war, ich habe einfach Pastinake in Butter angebraten und als Chips oben drauf gelegt. Das hat die so gefeiert. Ja. Pastinakenchips. Ja, ich hatte die noch übrig da rumliegen vom Brei machen für meine Kleine. Ich dachte, ach, das ist jetzt auf dem Selleriepüree oben drauf, sieht das doch noch fein aus. Haben wir noch ein bisschen Gemüse gegessen, ne? Ja. Alibi. Alibi, ja. Ja, obwohl im Püree ist ja auch noch ein bisschen Gemüse drin gewesen. Ja, ein bisschen. Ja, aber das war mein Lamm. Hast du Lamm probiert? Hast du Lamm an Ostern? Nö, die ist ja gar nicht. Ich hatte ja mal vor 2 Jahren das Grillen der Lämmer initiiert, aber dieses Jahr gab es kein Lamm. Aber ihr habt trotzdem ein Meetup gemacht, ne? Ja, also wir haben kein Meetup gemacht, sondern es gab von einem Teilnehmer, der immer bei den Meetups ist, so quasi eine private Einladung, mal ihn besuchen zu kommen, hat eine ganz schöne Terrasse und wollte mal so bei sich so ein Meetup quasi initiieren, aber halt mit Leuten, die er kennt vom Meetup und so quasi nach Hause einladen. Ach, deswegen habe ich nichts davon gehört. Ich habe schon gedacht, wie kommt denn jetzt auf einmal ein Meetup? Ich habe überhaupt nichts davon gelesen. Ja, wir sorgen dafür, dass du davon nichts mehr hörst. Dankeschön. Tut mir leid, das ist ausgeladen. Dankeschön. Nein, danke, aber... Martin. Nein, das war eben halt so ein privates Ding, deswegen auch habe ich immer dazu geschrieben, Private Meetup, soll halt keine Leute irgendwie dann gezielt ausgrenzen, weil beim Meetup ist ja eigentlich immer bei uns so die Sache, jeder kann kommen und jeder ist eingeladen und ne, egal ob Grillanfänger oder Profi, ne? Und ja, da war quasi so der harte Kern der Leute, die immer dabei sind, eingeladen und 2-3 Leute von ihm. Mhm. Ja, was soll ich so machen? Das war Karl Freitag, so, ne? Wir haben ihn dann einfach in Karl Fleischtag umbenannt. Karl Fleischtag, ja. Ja, und ja, ein paar Leute haben ein paar gute kurzgebratene Steak-Geschichten mitgebracht. Ich habe mir gedacht, schnell auf die Schnelle eben. Was gibt's denn so einen Burgerladen, wo ich irgendwas rauszaubern kann? Weil ich habe gar nichts eingekauft für den Tag und auch keine Zeit gehabt, mir Gedanken zu machen. Aha. Ja. Du hast also Hack genommen, was weg musste? Nein, was frisch gewolft wurde. Bacon, Jalapenos und Käse. Also das, was einen guten Burger ausmacht. Und habe daraus diese Moink Bowls gemacht. Also quasi Hackfleischbällchen gefüllt mit Jalapenos und Cheddar. Ne? Hab noch einen richtig geilen Rub reingemacht. Was war denn das für einer? Barbecue Booster oder so hieß der von Ankerkraut. Ich habe noch so Probepakete von denen und so ein Probepaket auf so ein Kilo Hack passt ganz gut. Und dazu, oder Beef Booster hieß das, glaube ich, sogar. War super lecker dazu. Und dann eben halt nochmal außen das Ganze mit Bacon eingewickelt.
Warum hat denn der Moinkball, der sieht so aus, aber nur Käse außen hat überhaupt kein Bacon mehr. Hat der Don Caruso das schon abgenagt, oder? Das ist nicht mein Fleischbällchen. Ah, das ist nicht mein. Das wird, glaube ich, der Sendungstitel. Das ist nicht mein Fleischbällchen. Ja, pass auf. Ne? Ich komme dahin und die Leute fragen mich schon so lächelnd, und was hast du gemacht? Und ich sage, hier so Moinkballs, und alle lachen, und es haben einfach 5 Leute gemacht. Ja. Es gab fast nur Fleischbällchen an einem Tag. Ne, also der Caruso hat damit angefangen. Der hat Fleischbällchen in der Tomatensoße gemacht. Das ist aber auch nicht das Bällchen, was man dort sieht. Das war, hat auch jemand anders noch gemacht. Dann gab es, also es gab etliche Arten. Also, und ich war ein bisschen spät auch an dem Tag dran, weil ich vorher arbeiten musste. Ich hatte nur einen halben Tag Urlaub, kein Freitag. Und da gab es dann auch irgendwie so gepresstes Pulled Pork, was so Meatballs gemacht wurde. Und die abenteuerlichsten Sachen. Oh ja, und ganz zum Schluss eigentlich für diesen Meetup gab es dann meine Meatballs, und die Hälfte der Leute war satt, sodass ich den Rest dann halt mit nach Hause nehmen musste. Wieder mitnehmen musste. Hm. Ah, dann hast du am Kar-Samstag zum Frühstück gegessen. Ja, ich war ja bei meiner Oma, Schwiegeroma eingeladen, und da haben die ganze Familie sich schon gefreut, noch vor dem Essen. Ich muss ja eigentlich nicht erzählen, was es da gab, weil das ist jedes Mal dasselbe. Ich glaube, ich erzähle zweimal mehr davon. Moinkballs. Nee, womit man da bei meiner Schwiegeroma da in Geldern vollgestopft wird. Da ist ja immer Messprogramm, da muss man sich mal rausschleichen, um irgendwas verdauen zu können. Das ist immer echt wirklich oberkante Hardcore. Was gab's denn da nochmal? Ich habe das jetzt nicht auf dem Schirm. Ja, das fängt halt mittags damit an, dass es da so verschiedene Braten gibt, ein Gulasch, dann ist das drei wie Weihnachten, oder? Ja, das ist genauso wie Weihnachten, okay. Ostern wie Weihnachten. Drei verschiedene Beilagen, drei verschiedene Gemüse, dann noch ein Tomatensalat, dann als Dessert drei verschiedene Puddings, die fertig angerührt wurden mit Sahne. 2 Stunden später oder 1,5 Stunden später gibt es dann Kaffeekuchen, ne? So, wo dann so TK-Torten aufgetaut dahingestellt werden. Und um 6 Uhr abends gibt es dann auch schon Abendessen. Ja, abgesehen davon gibt es ja auch morgens Frühstück, wo die Omi dann schon für alle Rosinenstollen oder Stuten, wie es heißt, mit Nutella beschmiert. Butter und Nutella. Also selbst das hat von den Kalorienzahlen her schon irgendwie den halben Tagesbedarf gedeckt. Und das ist so, alles liegen da nur noch und können sich nicht mehr bewegen. Also so kann man sich das vorstellen. Okay. Gehen ab und zu mal raus, ein bisschen Fußball spielen und oder mit den Jungs auf dem Spielplatz, aber Hardcore. Ist das ja. Da brauchst du einen Schnaps. Also, ja. Ja, eigentlich schon, ja. Ich habe das fette Wies mitgebracht. Wir haben ja übernachtet dort. Normalerweise fahren wir dorthin. Die sind diesmal über Nacht da, und dann konnte ich auch mal das fette Wies in Ruhe genießen. Aha. Ich weiß gar nicht, warum ich heute keins hier habe, aber ja, das Berliner Berg ist auch sehr, sehr gut. Ja. Sehr gut. Und es ist nämlich am Wochenende das fette Wies, das Kölsch ausgegeben. Aha. Das fette, also Wies gab es dann leider nur noch, und man konnte kein Kölsch mehr trinken. Das war so schade. So, okay. Ihr erzieht gerade eure Kunden. Masche. Ja, nein, ich hab's vergessen. Ich hab gedacht. Ich höre dein Grinsen bis hier rüber, du. Und es gab leider Heuchler. Nur das fette Wies. Es hat sich aber trotzdem sehr gut verkauft. Also. Müsst ihr jetzt schon so maschen? Verkauft sich das so schlecht, dass ihr jetzt so Maschen raushauen müsst? Ja, oder? Es muss einfach weg, weißt du, bevor es schlecht wird. Nein. Ich wollte das mal ausprobieren. Es kam gut an. Also, es hat keiner gemeckert. Ja, trink das. Das ist kurz vor Ablaufdatum. Das muss weg. Nee, das ist ja jetzt schon der zweite Sud. Also, und wir haben ja erst Karneval-Premiere gehabt. Also, ganz so alt ist es noch nicht. Ja, ich mache da nur Spaß, Martin. Ja. Aber ich muss noch erzählen, es gab bei diesem Meetup, um darauf nochmal zurückzukommen, das darf man nicht vernachlässigen, noch erstmal vom Gastgeber mega pervers geiles so Ribs, ich glaube, das waren Short Ribs oder so. Genau, kennst du den Unterschied auch nicht. Mega, mega geil. Und was richtig geil war, Bacon-Zimt-Schnecken mit einer, wie heißt das, aufgeschlagenen Sabayone drüber. Das hört sich Porno an. Das war so pervers.
Das hat leider auch bei allen Menschen, das gab es leider noch vor meinen Moink Balls, das hat allen den Magen verschlossen, das Teil. Und es war göttlich. Zimtschnecken, Bacon-Zimtschnecken, oh geil. Oh ja. Ich habe eine, die Freundin, die hier mit dem Mufflon war, die backt auch sehr gerne und die hat auch, Zimtschnecken hat die mega gut drauf. Ich muss sie dringend mal auf diese Bacon-Idee stoßen. Ja, Bacon und Backen. Das hat Zukunft, sage ich euch. Leute, Leute. Bacon und Backen hat Zukunft. Behaltet das im Hinterkopf. Der Martin macht jetzt auch noch einen Bäcker auf, ey. Ja, ein Backshop mit, nur mit Bacon. Ja, genau. Cupcakes. Naja, aber, Cupcakes. Ja. Da ist für hier Törtchen Törtchen nicht noch deren Gebiet abgrasen. Auch noch. Du liest da wieder falsch zwischen den Zeilen. Ja, ich lese immer richtig zwischen den Zeilen, Martin. Vor allen Dingen, das kann ich euch garantieren, ich bleibe auf jeden Fall der Küchenchef von der fetten Kuh und mache das immer noch mit Herzblut und bin da sehr happy. Genau, und dann halt noch der Küchenchef von Bacon und Muffin, der Küchenchef von Wurst und Case. Ne? Ja, eben Wurst Case, das habe ich ja entwickelt und hilft da ein bisschen so mal mit, aber das machen die Jungs schon verdammt gut. So. Ja. Da kannst du ja trotzdem Küchenchef sein. Ne? Muss ja nicht anwesend sein, um Küchenchef zu sein. Ja. Puh. So sieht's aus, ja. Ich habe heute zum Abendessen Salat gegessen und ich habe mir gedacht, Martin, hau doch mal ein richtig geiles Salatsoßenrezept raus. Ich? Ja. So, kriegst das hin. Puh, ich mach das so immer aus der Lameng, ne? Ja, aber nur so ein Zutatenmix, so, wo du jetzt sagst, so, das ist geil. Ich hab mal gehört, wie im Schiffchen, in diesem Drei-Sterne-Bunker, der jetzt nur zwei hat, weil der Typ mit Glutamat kocht, wie die ihr Salatdressing machen. Aha. Und wir haben das dann mal nachgemacht. Und das war ziemlich geil. Das besteht nämlich nur aus drei Zutaten. Aber du musst gute Zutaten nehmen. Mhm. Und zwar Zucker, Balsamico-Essig und Olivenöl. Kein Senf, gar nichts. Zucker, Balsamico-Essig und Olivenöl. Ja, dunkler Balsamico-Essig, ja. Und, du musst guten Zucker nehmen, also Koks oder was? Nee, das war einfach wirklich nur normaler Zucker. Und wie war das Verhältnis nochmal? Ich glaube, 800 Milliliter Essig, 400 Milliliter Öl und Zucker und dann wurde das mit 800 Milliliter Öl, glaube ich, hochgezogen, dass man 2 Liter hatte. Irgendwie so war das. Ich weiß nicht mehr genau. Okay. Und ja, hat mich auch überrascht, dass man aus drei Zutaten, wenn die perfekt ausbalanciert sind und also wir reden jetzt auch von guten Zutaten, dass dann so ist ja quasi so wie so eine ganz einfache Vinaigrette, so eine Essigölmischung, ne? Ja. Ja, und dass man noch was relativ Gutes daraus zaubern kann, ne? Ja. Also müssen halt alle Zutaten halt schmecken. Ja, vielleicht kann man. Also ich bin ja so der Typ, der aus Prinzip schon bei Salatsoßen immer Agavendicksaft verwendet. Ja. Ich mag die Süße extrem gerne bei Salatdressings. Oder hier was, Apfeldicksaft ist auch sehr geil. Ja, da bin ich ja nicht der Honig- oder Zuckermensch. Warum nicht Honig? Wegen dem Honiggeschmack. Okay, magst du nicht? Oder? Doch, aber sogar sehr, sehr gerne. Aber dann lieber pur auf dem Brot oder so, weil ich dann Honig essen möchte. Mhm. Ja? Dann aber auch nicht so ein Supermarktzeug. Und sonst, ja, es gibt so ein paar, ich glaube, es gibt ein paar Dressings, wo man das machen könnte, aber... Ja, so Honig-Senf-Dressing oder sowas finde ich eigentlich immer ganz schön, wenn du dann auch Honig schmeckst. Ne? Ja, das, so bei dem wäre das jetzt so ein Anwendungsfall, ja. Oder irgendwie, wenn du was mit Tomate machst, finde ich so einen Ticken Honig gar nicht verkehrt. Ah, Tomate und Honig. Ja, finde ich eigentlich ganz gut. Aber ganz ehrlich, das habe ich auch in der Wolkenburg früher so gemacht, wo ich auf dem Garten verdammt viel Dressing machen musste. Ich habe das einfach so gemacht, damit bis es geil war. Ja, ja, gut. Also, es gibt immer so ein paar gewisse Regeln, ne? So, das muss man dann natürlich auch hochskalieren und so, damit du eine Emulsion bekommst oder einfach
Ich sag mir auch immer so, bei jedem Salat muss irgendwie Zwiebel dabei sein, damit ein Salat lecker ist. Auch, ne? Also Zwiebeln gehören auch dazu, finde ich. Ne? Egal in welcher Art und Form, wenn man so überlegt, ist eigentlich bei jedem Salat eigentlich immer Zwiebeln dabei, ne? Ja. Wenn du natürlich jetzt irgendwie sowas, ja, wie so ein Karotten-Ingwer-Salat machst, hast du ja schon wieder irgendwie die Schärfe von was anderem und so, dann musst du vielleicht nicht Zwiebeln dabei haben. Aber eigentlich finde ich, so gehört eigentlich bei jedem Salat irgendwie irgendeine Form Zwiebel davor. Ist es eine, weißt du, du kannst eine ganz feine Schalotte nehmen, die du anschwitzt, hast du was ganz anderes, als wenn du beim Bauernsalat grob irgendwie die roten Zwiebeln mit reinballerst oder so. Ja. Ja. Aber ich liebe einfach auch Zwiebeln im Salat. Also die finde ich, egal welcher Salat es ist, da muss eigentlich immer ein bisschen was dran. Ob es jetzt eine fein gewürfelte Haushaltszwiebel ist oder schöne, dicke, rote Zwiebelstreifen, die dann im italienischen Salat oder sowas oder in dem griechischen Salat so richtig schön auch mal so ein bisschen Schärfe, die ist ja nicht so scharf wie eine weiße Zwiebel, würde ich sagen, aber dieses süßlich Scharfe von so einer roten Zwiebel, da könnte ich reinlegen. Ja. So sieht's aus. Sehr gut finde, das habe ich mich heute Abend wieder festgestellt, Kartoffelpüree, was du übrig hast, einfach als Soße auch nehmen. Das passt natürlich eher in Winter, so Feldsalat kannst du das ja auch gut nehmen. Mega geil, ja. Also so, Pürees, die du übrig hast, einfach mal als sauer abschmecken, bisschen Olivenöl noch dran, Zwiebelchen dran, dann bist du ja fast schon bei Salatsoße. Ja, also ich mache da auch gerne, um das ein bisschen als Salatdressing, also Soße so flüssiger zu halten, ein bisschen Fond irgendwie noch nehmen, ne? Auch damit hochziehen. Und der Olivenöl würde ich bei Kartoffeln jetzt gar nicht machen. Ich würde ein neutrales Öl. Ja, Rapsöl. Ja. Ja, wie kommst du überhaupt auf das Thema? Ich habe heute Abend halt den Salat gegessen und dachte so, da hatte ich nämlich Kartoffelpüree in der Salatsoße. Und gedacht, wir müssten ja eigentlich mal drüber quatschen, so ein paar nette, schöne Tipps für Salatsoße. Ja, das ist irgendwie bei jedem Essen, das muss halt gut ausbalanciert sein. Ich finde immer, beim Salatdressing darf es auch mal ein bisschen gerne saurer sein. Du musst auch irgendwie was dabei haben, was auch vielleicht sogar Schärfe mit reinbringt. Es ist halt einfach nur der Pfeffer oder eben halt mal eine Chili, weil du auch ein fruchtigeres Dressing machst. Mhm. Ne? Zucker und Salz sollte auch gut ausbalanciert sein. Natürlich, wenn du irgendwie... Du kannst natürlich so eher die salzige Richtung gehen, aber das kannst du halt auch nicht mit jedem Salat machen. Kommt drauf an, was du reinschnibbelst. Ich finde, das ist auch eine super krasse Gefühlssache. Ja, klar. Das ist halt, ich finde halt gerade in Restaurants ist es halt super schwierig. Die haben ja ihr klassisches Dressing, was die, weswegen Leute auch wirklich dahin laufen und es deswegen essen. Und das muss ja immer gleich sein. Du musst es ja, da hast du ja so viel Spielraum dann eigentlich nicht. Da musst du ja dann in den großen Mengen auch eigentlich ein Rezept dann irgendwann haben, oder? Ja, das stimmt schon. Im Restaurant kannst du das nicht so machen, wie ich das da gemacht habe. Ja. In Wolkenburg. Da hast du ja Bankettgeschäfte, da kommen die Leute ja nicht unbedingt wieder. So, also. Ja, so irgendwie so gerade bei günstigen Buffets, dann hatte ich schon so das Balsamico-Dressing und ein Joghurt-Dressing, ne? Und das ist ja eben mal eher was schnell angerührtes für mich als die große Kunst gewesen. Ja. Also, das kann man auch super lecker machen, sind aber einfache Dressings. Wenn du was Teures machst, dann musst du das schon ein bisschen feiner abstimmen und so. Natürlich hast du recht, wenn die irgendwie beim Probeessen was essen, zum Beispiel, dann musst du es natürlich dann auch wieder so machen, ja, wie. Ja, Probe essen, das ist klar. Aber wenn du in ein Restaurant gehst, wo du regelmäßig Salat isst, ne, oder auch zum Beispiel in die Fette Kuh, wo es ja auch Salat geben soll, ne, echt? Dann muss echt? Das natürlich genau Fleischsalat, oder? Schmecken. Ja, genau. So richtig schön in Mayonnaise mit Gürkchen, ne? Ah. Nein, nein. Sowas gibt es bei uns nicht. Wir haben ein Sesamdressing, wir haben eine Vinaigrette und dann haben wir noch ein Balsamico-Dressing, aber das sind so. Was ist denn so ein Sesamdressing? Ja, das ist so ein bisschen leichter. Ich würde das mal beschreiben. Das ist eben halt kein, ist schon ein weißes Dressing, ne? Das sieht schon, ist ein bisschen leichter angemacht. Mit einem so einen asiatischen Touch durch Sesamöl und. Ah, okay, Sesamöl ist nicht Sesampaste oder Sesam. Nein, nein, nein.
sondern es ist Sesamöl. Ja, genau. Also, irgendwie ist es schon sehr, sehr lecker. Und da wir ja gerade zum Beispiel auch dann die Burger als Naked anbieten und wenn du dann den Teriyaki-Burger mit dem Sesamdressing isst, passt das natürlich dann auch wieder. Jojo, damit kam irgendwann mal mein Chef an, der wollte das haben gerne und schmeckt auch gut. Wobei, das ist auch wirklich so, das haben wir mal vor anderthalb Jahren gemacht, die Rezepte, und die werden jede Woche halt so produziert und da gibt's dann auch nichts zu ändern. Ne? Oder so. Das ist halt auch eine blöde Idee, glaube ich, wenn du das dann änderst, außer dir sagen genug Leute, dass es scheiße ist, aber es gibt halt, also ich finde Salatsoßen, das war als Kind bei mir schon immer mega. Also es gab echt Läden, wo ich so gerne Salat vorher gegessen habe, weil die Salatsoße so lecker war. Und das war bei meiner Oma schon so. Die hat einfach einen grünen Salat gemacht. Ich habe nachher in die Schüssel, habe ich erstmal den Salat noch leer gegessen, der drin war, und dann mit dem Löffel die Salatsoße rausgelöffelt. Ich hatte heute auf jeden Fall auch einen sehr schönen Salatmoment. Und zwar, mein Sohn ist gerade mit einem Kind in der Tagesbetreuung, der Kleine, der ist 2, ne? Mit einem Kind, was so ein bisschen schwierig ist bei manchen Sachen Essen. Zum Essen. Und mein Sohn kommt jetzt mit Sachen an, die er vorher nie gesagt hat, zum Beispiel zum Essen Ibäh oder mag nicht. Ne? Sagt er jetzt auch zu Hause? Sagt er jetzt auch zu Hause. Okay. Und heute, der hat mir eben halt zugeguckt, wie ich Tomaten geschnitten habe für einen Salat. Es gab einfach nur ganz, ganz extrem toller Eisbergsalat mit Tomate gewürfelt. Und dazu gab's Gabrielas Salat. Oh, so. Fuck, ja. Kennst du die? Ich kenne die, ja. Ohne Scheiß, echt jetzt? Ja. Wie witzig. Der Typ hat mir... Die ist der Hammer. Ja? Findest du mich? Ja, sagen wir so, ich stand letztens durch Zufall bei ihm mitten in der Produktion. Aha. Und er hat mir eine Flasche in die Hand gedrückt und meinte, ja, probier die doch mal. Okay. Ja, und dann noch eine andere Flasche wie mit einer anderen Sache und so, ja. Das neue fette Kuh-Dressing. Nein. Nein, egal. Er hat mir das mal mitgegeben und ja. Und ja, mein Sohn hat halt nur neugierig auf die Tomaten geguckt und dann meinte ich, willst du Papa helfen? Ne, also der war noch nie so in dem Alter eigentlich, dass er das so geholfen hat. Das macht bis jetzt immer nur der Große. Und der hat ja gesagt und dann hat er halt irgendwie die Tomaten halt in die Schüssel geworfen. Ich habe ihn auf die Arbeitsplatte gesetzt, ne, neben dem Schneidebrett. Und er hat dann immer die Sachen in die Schüssel geworfen, hat das dann irgendwie umgerührt und hat zwischendurch mal ein bisschen genascht. Und dann haben wir Gabrielas Salatdressing einmal gut geschüttelt und drüber gegeben. Ja. Ich finde, so als Koch kann man ein Dressing besser machen für weniger vielleicht Geld. Auch weniger Geld. Ja, die ist schweineteuer. Das ja, und ja, aber für ein Salatdressing, was man zu Hause hat, was man eben drüber kippt, glaube ich, kannst du jetzt auch nicht viel Besseres kaufen. Also es gibt bestimmt so ein paar tolle Vinaigrettes und so, aber ja, ich habe ja auch einfach oft für Salat einfach, ich habe ein sehr, sehr gutes Balsamico-Essig hier, der schon wieder so süß ist durch Lagerung und keine Ahnung was. Reife nennt man das wahrscheinlich. Dass man da einfach nur noch das Balsamico-Essig drauf gibt und ein bisschen Olivenöl und das war es vielleicht und Salz, Pfeffer drauf macht. Ja. Und dann macht man auch kein Salatdressing. Ja. Also ich finde, Gabrielas Salatsoße habe ich das erste Mal auf der Landpartie in Adendorf hier. Das ist dann so ein 4 Tage, so ein Garten, Home and Garden Fair, keine Ahnung, stehen überall Pagodenzelte und. Ja, da ist immer mit am Start, ne? Ja, das genau. Und da haben wir das vor wie vielen Jahren schon das erste Mal. Also meine Mutter steht da sehr drauf und ich fände die jetzt als gekaufte Salatsoße sehr, sehr gut. Aber auch schweineteuer. Ich weiß nicht, die Flasche liegt bei über 10 Euro, oder? Ich glaube, das sind jetzt nur Mutmaßungen, ich glaube, die 350 Milliliter Flasche, die extrem groß aussieht für eine 350 Milliliter Flasche, die sieht aus wie 700 Milliliter, die kostet, glaube ich, schon 98 oder sowas oder 8 Euro und die 750 Milliliter Flasche kostet, ich glaube, irgendwie 15 Euro oder sowas. Ja, und ja, das ist schon viel Geld, aber für einen Salat, ich meine, die ist ergiebig, muss man sagen.
Und die hält ein halbes Jahr, ne? Die ist, ja. Das ist jetzt nicht so eine dünne Soße oder so. Ist schon krass, ja. Fast so wie ein Garbitz-Senf oder so. Ja, oder so ein Caesar-Dressing, so ein dickes, ne? Es ist echt ein Caesar-Dressing, genau. Und ich finde halt so beachtlich, dass es ein halbes Jahr haltbar ist, dass es von den Zutaten her klappt. Und er hat mir das verraten, ne? Echt? Also nicht das Rezept, aber die Soße ist laut Labor ein Jahr haltbar, aber er will einfach Ruhe haben. Er hat das testen lassen. Nach einem Jahr ist es noch komplett bedenkenlos gewesen, aber er will einfach seine Ruhe haben, was da irgendwie Probleme angeht und so. Aber du weißt, was das Geheimnis ist, warum das so ist? Nein. Ich habe da so ein paar Zutaten gesehen. Ah, okay. Das heißt, musst du mir nachher im Off erklären. Na, nicht, dass wir da einen großen Kunden verlieren mit Gabrielas Salatsoße. Der Mann ist super nett, der das vertreibt. Es macht auch den Eindruck, wenn du da an dem Stand vorbeiläufst, ist es immer super höflich, nett, ja. Probieren ohne Ende. Also wo er aus seinem Betrieb ging, habe ich ihm die Frage gestellt, wie kommt er darauf, so die Salatsoße zu machen? Und das irgendwie war das in seiner Familie irgendwie extrem beliebt. Und er war vorher ein Fotograf, der hat auch echt bekannte Bildbände in Deutschland und auch viel Food-Fotografie gemacht. Also kam überhaupt die Food-Szene, auch für Bücher, ne? Und bekannte Sachen. Ne? Dann, wo die digitale Technik kam, war er auf einmal komplett raus. Ist ja schon ein bisschen älter, der Typ. Dann haben die halt gesagt, die machen sich damit selbstständig. Haben klein angefangen und dann waren die halt auf so Veranstaltungen wie die Landpartie und haben sich da einen Namen gemacht. Ne? Die sind halt jedes Wochenende woanders, auf einer anderen Veranstaltung. Ne? Ja, die kannst du auch in einem 3-Liter-Kanister kaufen für 52 Euro. Siehst du, ist doch gar nicht so teuer. Für 5 Liter zahlst du 86 Euro. Scheiße. Ja, aber ich habe mir das also angeguckt. Der macht das schon ordentlich da. Und also das ist auch die Produktion. Und du kennst ja die andere Seite. Ich kenne ja nur den Background. Ja. Aber du hast sie gesehen, wie die es verkaufen, ne? Kann man was einfach nur das Dressing pur probieren oder kriegt man das? Ich glaube, der hat da. Er hat eine Schüssel da stehen, wo das dann rein. Und da kannst du halt Brot reintunken und das probieren. Ah, okay. Und ich meine, da war aber auch irgendwas mit Tomaten. Der macht das auf eine Cocktailtomate und kannst es dann probieren. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ja. Ja, also ich habe sie mir nie gekauft, weil ich immer zu geizig war. Ich habe es einmal gekauft und meiner Mutter mitgebracht, weil die dann nicht da war. Und ich habe mich gefragt, was so die. Also sie schmeckt halt sehr, als ob sie auf Ei-Basis wäre, finde ich. Mhm. Aber es ist kein Ei drin. Jedenfalls habe ich auf der Zutatenliste keins gesehen. Und das fand ich schon sehr verwunderlich, wie das funktioniert. Naja. So auch Sachen, die erzähle ich dir nicht im Off. Nur so viel dazu. Nein. Aber ich kann dir einfach auch mal sagen, was soll ich sagen? Ja, das, also ich habe auch mal geguckt, es gibt ja bald den Deli-Markt in Köln, dass er mit uns an einen Stand geht, weil das kann ich auch, glaube ich, schon verraten. Und zwar, unser Kartoffelbauer wird einen Stand haben, zusammen mit seinem Onkel. Aha. Der macht Spargel, also den besten Spargel überhaupt. Okay. Würde ich mal sagen. Und ja, einer der besten auf jeden Fall. Also richtig geilen Spargel. Also das kannst du hier auf jeden Fall auch nicht im Supermarkt kaufen oder im Ort weiter an diesen typischen Häuschen. Ne? Ich muss nochmal genau gucken. Ich habe es inzwischen vergessen, wie der Ort heißt, wo der Spargel herkommt. Aber der Typ ist auf jeden Fall ein richtig krasser Freak in Sachen Spargelanbau. Mhm. Und die haben halt, die teilen sich einen Stand auf den Deli-Markt. Das ist, wenn man sich dafür interessiert, auf der Seite von dem Street Food Festival auch verlinkt, also als Veranstaltung angelegt auch. Und die Leute, also der Till war auf der Eaton Style. Ich habe ihn einen Tag auch so mal abgesagt, ich wollte eigentlich mitkommen, da war aber irgendwas. Und ich habe ihnen aber auch gesagt, ja, erwarte nicht so viel, ne? Ich war jetzt auch Jahre nicht mehr da, aber immer, jedes Jahr wird mir gesagt, dass es noch schlimmer wird. Mhm. Ja, und dann hat er sich gesagt, kann ja nicht sein, ist ja unfassbar, was da abgeht. Ich mach das jetzt in ordentlich. Ne? Und, ja, und jetzt wird es bald so einen Markt halt hier in Köln geben, der wird auch irgendwie, glaube ich, jedes Vierteljahr wiederholt, wo nur Produzenten aus der Region da sind und
Das sind dann alles auch Produzenten, wo nicht so der riesen kommerzielle Gedanke dahinter steht, also keine große Industriefirma ist, sondern Manufakturen und so, wo man so sieht, die machen das irgendwie mit Liebe oder die haben halt, die sind halt der Bauer aus der Umgebung oder sowas, ne? Also es gibt nur so geile Produkte aus der Nähe. Ich habe auch schon so einiges gehört, wer da so hinkommt. Wird so ein großes Familientreffen anscheinend, ja. Cool. Ja, und ich werde auf jeden Fall auch einen Tag an dem Stand sein von unseren Bauern. Aha. Machst du jetzt die Kartoffeln oder was? Nee. Aber es, also ich fand erstmal die Salatsoße, Gabrielas Salatsoße passt super geil dazu. Ne? Habe ich erstmal so vermittelt. Ne? Zu Spargel ist das Zeug geil, zu Kartoffeln auch. Ne? Was haben die letztens auch gesagt? Zum Gemüse passt das auch sensationell gut. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob es Brokkoli war. Naja. Auf jeden Fall kann man die Soße auch mit warmem Essen zusammen essen. Da sind Rezeptetipps auf der Webseite auch, wer mal gucken will. Ja. Wir werden von denen nicht gesponsert oder so übrigens. Das wäre cool. Und, also ich würde die Salatsoße gerne auch nochmal. Ich würde den Literkanister, 3 Liter würde ich nehmen. Ja? Soll ich da nochmal mit ihm reden? Ja? Sag nochmal, wir haben hier gesprochen, knickknack. Ja, ja. Vielleicht kriegen wir ja auch noch 3 Flaschen verlost. Ich werde mal alles geben, wenn ich das nächste Mal sehe. Ich werde ihn bald bestimmt wiedersehen. Dann sag ihm, ich habe bei ihm auch schon am Stand gekauft für der Landpartie und hätte gesagt, wie toll er ist. Was du nicht alles für eine Flasche Salatsoße machst, meine Güte. Ja. Als ob du sowas nicht selber machen könntest. Eben. Nein. Ja. Und vielleicht werde ich an dem Tag da irgendwie auch mit irgendeinem Produkt stehen. Wir halten euch auf dem Laufenden, wann der Markt ist. Genau. Ja, also ich muss auch noch meine Salatsoßenbeichte noch sagen. Ich habe nämlich nach Jahren endlich das Geheimrezept von meiner Oma gefunden. Erzähl. Es ist die klassische rheinische Salatsoße, wobei mir nie klar war, was der aromatische Geheimzutat, war. Und im Grunde basiert die Salatsoße auf Kondensmilch, Salz, Zucker, Essig. Weißt also, das war dir so genauso mysteriös wie der Eiergeschmack bei Gabriela. Ja. Man muss übrigens zu sagen, Gabrielas Salatsoße, auch ein Rezept von 1920. Ja. Also das im Grunde sind Zwiebelchen noch dran. Und ein Freund von mir, der, mit dem haben wir dann zusammen gekocht, und der hatte einfach so als Zwischengang einfach nur einen Salat und der hatte dann auch die gleiche Soße. Ich habe gesagt, das ist die Soße von meiner Oma. Was hast du da reingetan? Maggi. Es ist einfach so blöd, wie es ist, und so viele Leute, wie jetzt sagen, wie kannst du nur? Aber das ist echt, das ist der Geschmack meiner Kindheit. Diese Salatsoße ist so, so geil. Also kann man das nicht mal so als Zitat so auf deine Homepage machen? Maggi, das ist der Geschmack meiner Kindheit. So wie du das sagst, ist das jetzt so scheiße. Nee, aber war einfach eine Stellvorlage. Ja, also mach du mir hast noch recht. Erzähl, ich wollte dich da nicht unterbrechen. Aber an einem grünen Salat oder Endiviensalat, es ist echt so einfach, diese Kombination von diesen paar Zutaten. Und ich habe das einfach nur gefeiert. Also so sehr ich sage, Maggi ist so ein Einheitsgeschmack und schwierig vielleicht. Es gibt, je nachdem, in einer Suppe esse ich es gern und in, also jetzt nicht in einer asiatischen Currysuppe, aber es gibt einfach Suppen und es gibt die Salatsauce, wo ich das Zeug einfach so geil finde. Aber man kann es ja auch ein bisschen versuchen zu ersetzen, ne? Ja, sicher kann man das. Aber dann ist es nicht mehr der Gedanke an meine Kindheit. Mal irgendwie mit Liebstöckel oder so ist versucht? Ja, oder so. Ja. Ich habe es noch nicht versucht. Aber man könnte ja auch klappen, ne? Ein bisschen. Es ist natürlich kein Magieersatz. Nee, aber wie gesagt, ich finde allein schon so Kondensmilch und Essig, das geht so eine ganz, das wird auch so richtig zäh von der Konsistenz her. Und da kommen noch die Zwiebelchen rein. Da musst du fast schon ein bisschen den Salat nicht so massiv trocken schleudern oder einfach noch ein bisschen Wasser dazu, damit das wieder flüssiger wird. Das ist also wirklich
Kondensmilch. Kann man sich nicht vorstellen. Nee, glaube ich, also, ja. Aber ja, was hatte man auch damals für, teilweise nur für Produkte, ne? Ja. Das ist ja auch, ja. Nicht schlecht. Und Salz und Pfeffer kannst du auch schön, kannst du auch noch richtig schön frech, pfeffrig abschmecken. Und auf jeden Fall habe ich das vor 2-3 Jahren irgendwann dann entdeckt. Und seitdem mache ich auch schon mal, gerade wenn ich Endiviensalat in der Agentur mache, zu einem Kartoffelpüree und dann Bratwurst oder sowas dazu, dann mache ich halt diese Salatsauce. Und ich hatte schon so oft Leute am Tisch, die gesagt, boah, das schmeckt wie bei meiner Oma. Was ist da drin? Das ist halt einfach, ja, keine Ahnung, ob das irgendwer noch hatte, dieses Dressing. Und vielleicht haben die Leute es gehasst, aber ich, für mich war das immer, das war echt meine Oma-Salatsauce. Ja, ich meine, ich kenne das ja auch noch von früher, dass irgendwie es nach so Suppe riecht und eigentlich ist es Maggi, ne, was man ja meint. Ja. Ja, ja. Ich glaube, da ist es auch in den letzten Jahren vielleicht besser geworden, so allgemein von der Wahrnehmung der Leute, dass sie sowas nicht mehr tonnenweise in ihr Essen schmeißen. Ja, wie gesagt, es ist auch scheiße, das überall reinzuschmieren. Nur es gibt halt so, wenn ich so einen Erinnerungsmoment haben möchte, dann mache ich halt genau das, so als, ja. Ja. Boah, ich habe nicht geguckt, was für ein Bier ist. Was habe ich denn da? Ein Stout. Nee, aber es ist alles ausländisch auf dieser Flasche. Gerstenmaut? Oh. Keine Ahnung. Das ist ein dunkles Bier, oder? Ja, ich trinke das auch noch aus der Flasche. Boah. Ich habe es hier. Was ist das, Gerstenmaut? Ja. Oh. Von Gerst ist. Eigentlich auch nur am Rechner. Gerstenmalz. Das ist Gerstenmalz. Ach so, das ist ausländisch. Ausländisch, das ist holländisch. Rodenbach. Ich trinke hier einfach. Ich dachte, das wäre schon ein dunkles Bier erwartet, aber es war einer dieser Biere, die ja schon. Es ist unten im Urlaub oder so. Ja. Naja. Sorry, ich wollte nicht vom Thema ablenken, aber der Überraschungsmoment war zu groß. Ja. Ansonsten Salatdressing. Also ich mache ja in der Agentur auch viele Salate, also zwei die Woche. Wo ich es im Moment total mit habe, ist einfach Naturjoghurt mit Zitronensaft und Salz. Also ja, das ist ja auch eigentlich so fast klassisch, wie man Joghurtdressing macht, ne? Ja, also ich habe dann immer was ich früher an Joghurtdressing gemacht habe, dann noch immer Öl und Essig und dann noch ein bisschen Zucker und weiß ich nicht. Das war dann halt immer, und ich finde halt dieses wirklich puristische nur Joghurt, Salz und Zitronensaft. Das ist halt je nachdem, was du für einen Salat hast, super. Schlimm ist, das haben Azubis dann auch gerne verkackt, ne? Wenn die einfach zu viel Zucker an Joghurtdressing machen. Also da, ja, wenn überhaupt nur eine Prise, die darfst du auch nicht schmecken, weil dann alles andere erinnert einen beim Joghurtdressing an Dessert. Und das ist furchtbar. Also dann kannst du das, also das kann man dann auch nicht mehr essen. Also das ist so, als wenn du so ein Dessertjoghurt mit Salat isst. Mhm. Hier, der neue Knickjoghurt der Ecke des Monats. Kartoffelsalat. Ja. Schön dann nochmal mit ein bisschen Crunch von Pinienkernen. Ass rein. Nee, ich finde das jetzt gerade so, wenn ich Richtung Griechisch oder Türkisch gehe, das habe ich bei den Falafel, die habe ich die Woche auch gemacht, oder ein Feta-Salat, wo dann da finde ich einfach so ein, das ist so ein Nebenbei-Dressing, das dominiert nicht und das, ich finde das einfach ein schönes, leichtes Dressing. Ja, ist auch gerade jetzt wieder, wenn es ein bisschen wärmer wird, also im Winter hätte ich ja jetzt nicht unbedingt Bock drauf. Außer vielleicht machst du so ein bisschen so Zitrusaromen mehr mit rein, so Orangenzesten oder sowas. Mhm. Aber ansonsten, ja. Ich habe letztens ein schönes Dressing gemacht. Und zwar habe ich ein rosa Pampelmusenöl. Sehr, sehr. Rosa Pampelmusenöl. Da, ja. Oh. Also wirklich richtig geilen Taste. Das ist so, wenn. Eigentlich riecht es auch wie Zesten, ne? Also man kann auch frische Zesten nehmen.
dann noch ein bisschen dann Grapefruitsaft reingemacht. War jetzt Öl oder Essig? Das war ein Öl, ne? Aha. Und das wird komplett irgendwie mit Olivenöl wird irgendwie mit der Schale dann von den Grapefruits irgendwie behandelt. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, das ist so ein pervers, intensiv, natürlich schmeckender Geschmack. Aha. Ja. Bombenqualität und ich habe daraus ein Dressing gemacht mit ein bisschen Grapefruitsaft, bisschen Olivenöl noch dazu, weil viel Öl von diesem aromatisierenden Öl kannst du nicht nehmen. Mhm. Ja, ein bisschen, da kannst du das, was wirklich gut ist, wenn du so ein Zucker nimmst, der jetzt keinen großen Geschmack abgibt, um das jetzt nicht zu verfälschen. Genauso wichtig ist es auch beim Essig. Ne? Entweder hast du einen milderen Balsamico-Essig, der so wirklich nicht so nach Traube schmeckt. Mhm. Ne? Mhm. Oder eben halt, was kann man denn da sonst gut nehmen? Ja, das ist halt auch immer... Essig-Essenz. Ja, hier Branntweinessig, nein. Auf jeden Fall sollte man, wenn man schon irgendwie in eine Richtung geht, gucken, dass man vielleicht nicht sich mit dem Balsamico-Dressing dann so diesen bestimmten Fruchtgeschmack dann wieder versaut. Ne? Das hat man auch schnell mal, wenn man eben halt einen Himbeerdressing macht oder sowas in der Art. Ne? Dann lachen die einen zwar aus, dass man dann Himbeeressig nimmt, der Schwein und Geld kostet, aber am Ende ist das Ergebnis nochmal definitiv besser, als wenn du da irgendwie sonst was Essig reinmachst, was das Ganze wieder verwässert. Oder es gibt auch Früchte, die dann so geschmacklich wieder dagegen arbeiten. Ne? Ja. Das ist dann immer sehr schade. Also ich finde auch neutralen, also Himbeeressig, Feldsalat mit Speck und Äpfelchen und dann Himbeeressig-Dressing, finde ich, ist auch so ein Klassiker, oder? Nee, weiß ich nicht. Spinatsalat mit Himbeerdressing. Das ist für mich ein Klassiker. Echt? Also bei uns gab es halt immer, es war so ein Feldsalat und dann ein Himbeerdressing. Okay. Also Feldsalat ist immer bei uns klassisch, auch immer mit Kartoffelsalat, genauso wie Endivie. Ja. Mega geil. Ja, Balsamico finde ich geil zum Feldsalat. Auch gut. Ja. Schön die Crema, ne? Die ist schön süß, ne? Genau. Das musst du dann musst du auch wirklich ein bisschen vielleicht sogar süßer den Feldsalat machen. Also das Dressing zum Feldsalat. Ja. Wobei, bei mir darfst du immer schon im Hals kratzen. Das mag dann auch nicht jeder. Ja, ich bin auch so einer. Ich könnte, also ich mache die viel zu sauer. Also ich liebe auch Essig. Und meine Frau hasst es aber, wenn ich das tue. Wenn ich den Salat zu sauer mache, kriege ich sie echt immer um die Ohren. Da muss ich echt aufpassen. Ich könnte Essig echt trinken. So geil finde ich Essig. Ja. Und ich habe hier so geilen Essig, den musst du ja mal zum Probieren geben, wenn du mal da bist. Den kann man einfach so trinken. Das ist der Hammer. Ich will nicht wissen, ob die Flaschen sehen so schick aus und der war schweineteuer. Ich hoffe mal, dass es nicht gepanscht ist oder so. Weil dafür schmeckt der schon fast zu gut. Okay. Ja. Ja, um den Bogen mal zu bekommen, dass ich erzählt habe, dass mein Sohn dann so mit mir den Salat gematscht hat. Wir sind ja dann bei Gabrielas Salatsoße abgebogen quasi in der Story. Ja, mein Sohn hat den halt mit angemischt, ne? Und man hat den halt dann verklickert, dass er den Salat heute kocht. Ne? Für ihn ist es ja noch alles kochen. Aha. Ja, und hat schon dabei genascht und hat sich eine ganze Schale Salat reingezogen, was er in den letzten Wochen nicht gemacht hat. Also es funktioniert immer noch. Einfach dieser einfache Trick, die Kinder mitmanschen lassen und schon. Vielleicht war es aber auch das Dressing, das Martin. Vielleicht war das gar nicht, dass er mitgemacht hat. Hä? Ja, das war der Geist Gabriela. Von Gabriela. Wobei Gabriela noch lebt. Also, ne, der Geist kann es auch wieder nicht gewesen sein. Okay. Sie hat ja nur das Dressing von ihrer Oma oder Uroma. Irgendwie so von 1920. Ja. Aha. Aber jetzt noch ein Dressing. Boah, wenn wir für jedes Mal diesen scheiß Namen wenigstens bekommen würden. Wir können ein Trinkspiel machen. Jedes Mal, wenn wir Gabrielas sagen, müssen wir einen Schnaps trinken. Schnapsglas voll mit ihrer Salatsoße. Okay. Wir treffen uns dann und dann hören wir uns das an. Ich muss noch was zu meinem Bier sagen. Das Bier hat mich ein bisschen am Anfang vom Geschmack erschrocken. Aber es schmeckt mega geil. Also ich habe einfach was anderes erwartet. Es ist 18 Monate im Holzfass gereift. Oh.
Und es schmeckt sehr fruchtig. Woher das kommt, weiß ich allerdings noch nicht. Und es soll rot aussehen. Das sieht man in der Flasche leider nicht. Und es ist auch ein totaler Frevel, dass das aus der Flasche trinkt. Es ist sehr, sehr lecker, wirklich. Du fängst schon an zu lallen, Martin. Ich glaube, wie viel Prozent hat das Ding? 12? Ach, ich lall noch nicht. Das ist die Begeisterung. 5,2. Was? Und das Berliner Berg hat auch nur 5. Okay, dann hörst du dich besoffener an. Aber ich habe vorher Barbo Blue probiert. Das ist das Problem. Ach, Rodenbach Classic. Ich habe hier das bei Braufaktum gefunden. Ja? Aha. Ich muss es mal aus irgendeinem Urlaub mitgebracht haben. Die westflandrische Spezialität, die im Aussehen an Rotwein erinnert, wird in einer Mischgärung aus obergärigen Hefen und Milchsäure gebraut. Das wäre wahrscheinlich mein Bier, ey. Und Scheiß, das wird dir richtig schmecken. Ist ein bisschen süß, leider. Also, das hätte ruhig, aber egal. Das kann man richtig geil saufen und schmeckt fantastisch. Okay, das hört sich gut an hier. Mhm. Leider bist du ja nicht hier, sonst hättest du beide Biere probieren können. Verdammt. Danke. Ja, danke. Aber ich fahre dieses Jahr nochmal nach Holland, dann bringe ich dir eins mit. Ja, wie den Käse, ne? Ja, ey, Öffnungszeiten in Holland, Katastrophe. Katastrophe. Der Wille war da. Ja. Was jetzt aber an Dressing wirklich nicht fehlen kann, weil es auch eines meiner Lieblingsdressings ist, Caesar-Dressing. Ja, definitiv. Das ist auch, es gibt viele Gerichte, wo ich sage, ich habe kein Lieblingsessen und so. Caesar ist mein Lieblingsdressing. Ja, also mega. Die Caroline, mit der ich auch die Supper Clubs zusammen mache, die hat mir das auch nochmal wiedergebracht. Die hat auf einer Party, habe ich eine ganze Platte davon verputzt, weil da ist schön diese Romana Salatherzen, dieser schöne, knackig grüne Salat war da drauf und dann Croutons, Parmesan und dann dieses Dressing. Ja, Also das Dressing muss auch für mich, also es gibt Leute, die machen einfach ein Caesar Dressing, was eine Beleidigung ist wirklich für Caesar Dressing. Was tust du rein? Also vor allem, das muss richtig viel Bums haben. Da kommen Sardellenfilets rein, da kommt Knoblauch rein ohne Ende, grober Dijon-Senf. Dann ganz wichtig, der Essig, ne, vom Geschmack her, nämlich so ein, wie heißt er denn? So ein roter, ein Rotweinessig? Nein, Brandweinessig, oder? Ja, so ein roter, warte mal, wie heißt der? Brandweinessig? Finde ich blöd. Ja, auf jeden Fall so einer, ja. Fällt mir gleich ein. Was kommt da noch rein? Olivenöl? Auf jeden Fall Olivenöl. Mhm. Ne? Ja, hab ich was vergessen? Essig. Bestimmt auch ein bisschen Zucker zum Abschmecken. Zucker kann auch nicht schaden, ja. Ja, aber so, das ist so das Ding. Also es muss schon gute Knoblauch-Taste haben. Es muss richtig würzig von der Sardelle sein. Ne? Also das ist einfach mein Favorit. Und es gibt Mayonnaise, so viele, oder? Kommt nicht noch ein bisschen... Ja, du kannst natürlich Mayonnaise machen, ne? Nehmen, ne? Aber ich ziehe das komplett mit dem Olivenöl. Okay, ja, genau. Also es ist im Grunde, hast du denn ein rohes Ei nicht noch dabei? Ja, habe ich doch gesagt. Ich habe bestimmt was vergessen. Hab ich doch gesagt. Ja. Also ich finde auch das Mayonnaise muss auf jeden Fall. Mayonnaise sardellig. Genau. Oh. Ja. Ziemlich geil. Das ist echt auch neben, also. Und Parmesan würde ich, also ins Dressing auch schon. Auch noch ein bisschen, ja. Ja, definitiv. Parmesan, ja, haben wir einen. Ja, Rotweinessig. Das ist, glaube ich, einfach normaler Rotweinessig. Ja. Das ist ja was anderes wie so ein Balsamico. Das ist so eher hellrot, ne? Mhm. Ja. Ja, und eben halt, ich mag es auch nicht mit normalen Senf. Das muss dieser grobkörnige Dijon-Senf sein. Mhm. Alles keine günstigen Zutaten, aber. Oh ja, so ist fein. Ja. Das ist ja auch so, diese Salatsoße hat so eine Power, das nimmt das ganze Ding mit. Du brauchst noch nicht mal dann irgendwie was Deftiges auf dem Salat haben. Ne? Also Hähnchenbrust oder sowas, ja, muss ja, gar nicht sein, du, ja. Genau, also du kannst Hähnchenbrust und sowas machen. Ne? Aber du brauchst nicht unbedingt ein Entrecot dazu oder so. Ja. Ne? Also ich finde auch alleine, wenn du einen richtig schönen butterige Croutons dazu hast und dann nochmal Parmesan drüber hobeln, ist einfach. Oh. Was muss noch mit drauf auf ein paar klassischen Caesar? Jetzt geht das Wikipedia. Nein, nee. Auf jeden Fall Eier müssen mit dran. Ne? Also nochmal gekochte Croutons, Eier. Croutons hast du schon erwähnt. Also ich finde so Eier müssen so mit dran.
ich weiß nicht, ob es klassisch ist, aber finde ich immer geil. So mhm. zwei halbe Eier oder so. Kannst auch gerne, ich habe früher immer gerne Wachteleier mit drauf gemacht. Auch schön. Ja, ne? Ja, so hier gerade für dich so als Gourmet. Oder? Mit Maggi, ja, ist klar. Ich bin raus, ich habe mir jetzt den Ruf versaut. Halbierte Kirschtomaten finde ich immer ganz nice. Kannst du auch noch, genau. Bringt noch ein bisschen Säure und Frische rein. Und noch ja, was Rotes. Und eben halt, ja, also da muss man auch schon wieder nochmal die Croutons erwähnen. Ein bisschen wirklich nicht so einfach nur buttrig oder so. In Olivenöl mit Knoblauch, so ein bisschen Rosmarin. Schön ausbacken, goldbraun. Die Croutons? Ja. Ach, finde ich in Butter geiler. Schön. Ja, ich weiß, was du meinst, aber in dem Fall ja. fahre ich mir da auf jeden Fall den Olivenölfilm. Dann kannst du ja die Diätvariante des Martins und. Hm. Olivenöl ist doch kein. Ja. Baconfett, wir nehmen Baconfett. Wir backen. Ich bin alles dabei, ich bin dabei. Baconfett. Ich bin dabei. Ne? Merkt ihr das für die Zukunft? Das wird der neue Trend. 2016. Das Jahr des Baconfetts. Caesar, ja. Caesar Bacon Dressing. Gute Idee, oder? Aber wo, nee, du kannst, also das Problem ist Baconfett als Dressing. Also, das hast du ja bei diesen tierischen Fetten immer kalt. Ist das sehr schmierig, so auf der Zunge. Das wird ja à la minute gemacht. Hallo? Hallo? Wo sind ja. wir denn hier? Du könntest vielleicht versuchen, die Romana-Blätter auszupacken in Baconfett, wenn du die mit Bacon umwickelst. Das ist auch eine gute Idee. Ja. Ne? So fällt mir spontan ein. Nur jetzt noch zum aktuellen Spielstand. Es steht 4-1 für Deutschland. Ist gerade zu Ende. Und wir hätten das doch angucken sollen. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Das Testspiel. Götze hat getroffen. Zweimal sogar, ne? Ja, oh Gott. Siehst du? Hammer. Das muss er jetzt nicht sein. Ja. Sehr schön. Da haben wir ordentlich über Salat geredet, gesprochen. Gibt es einen Salat, wo du meinst, dass die Kombination so besonders ist, dass wir den noch erwähnen müssen? Mein absoluter Sommerfavorit, könnte ich dir noch sagen. Mango-Chili-Dressing. Ja, mag ich nicht. Ich habe das jetzt ein paar Mal versucht, mag ich nicht. Oder geil, also wo wir schon bei Chili sind, so ein Penne-Nudelsalat, ne? Mhm. Einfach mal zum Mittag, statt irgendwie was Warmes im Sommer. Und dann mit einem Tomaten-Chili-Dressing. Auch mega. Kann ich, also das bei Mango-Chili-Dressing habe ich das Problem gehabt, dass die Schärfe mit der Säure und dann irgendwie nicht verwässert, weil das ist mir, ich glaube, im Grunde nimmst du ja Mangopüree und Chili Chicken Soße und Essig. So ist. Nein. Also diese Chili Chicken Soße kannst du ja dafür nicht nehmen. Warum nicht? Nee, du brauchst so eine eher stechende nasale Schärfe, glaube ich. Einfach dieses Pulbiber oder wie das da heißt, diese Flocken, diese türkischen Flocken. Okay, ja, kannst du auch. Die kommen nochmal anders. Okay, vielleicht, was ich gegessen habe, es ist einfach diese saure Säure mit der Schärfe zusammen, finde ich total strange. Vor allen Dingen, bis du mal da eine ordentliche Schärfe an dieses Mango hast, verwässert dir diese Chicken-Soße einfach auch nochmal diesen geilen Mango-Taste. Ja, vielleicht. Also ich komme damit nicht klar. Vielleicht war es das. Gib dem mal eine Chance. Sensationell bei Woltens in diesem Café. Die haben ja auch mittags so Salate. Mhm. So ein Starbucks-Nachmacher hier aus der Region. Mega geil. Also mein italienischer Nudelsalat Dressing-Klassiker ist eigentlich immer, ich nehme Pesto, selbstgemacht, rot oder grün, und dann Balsamico weiß drunter ziehen, bisschen Zwiebelchen, bist du fertig. Ja, das hab ich mal gerne zum Personalessen nach Wolkenburg gemacht. Oder wir haben da noch Tapenade, eben mal Pasta drunter gehauen. Ne? Ja. Kommt immer gut. Wobei, wenn ich so einen Nudelsalat gemacht habe, so einen italienischen, dann habe ich Nudeln ein bisschen mehr al dente gekocht. Aber vorher schon 4-5 Stunden vorher so einen Tomatensud angesetzt, runtergekocht.
den dann halt nochmal hochgezogen mit ein bisschen Öl und das nochmal ein bisschen so eben halt zum Dressing, ein bisschen säuerlich abgeschmeckt. Dann diesen kalten Fond oder lauwarmen Fond dann auf die fertigen Nudeln drauf, über Nacht ziehen lassen und dann nochmal abgeschmeckt. Das ist auch geil. Ja, das ist geil. Du darfst, das ist halt die Schwierigkeit, gerade wenn man große Mengen macht, du darfst halt die Nudeln nicht so kochen, wie du sagst, boah, die sind jetzt fertig, ne? Ja. Ich mache jetzt eine Kelle Soße drauf und serviere die auf dem Teller, sondern müssen so kurz davor sein, weil sonst hast du nur am nächsten Tag nur noch Matsche und die gehen auseinander. Man muss da ein Gefühl für entwickeln. Ja. Aber das hat mir Sizilianer gezeigt und mega gut. Ich war begeistert, ja. Man muss halt auch die Tomatensoße auch passend aromatisieren, halt mediterran, ne? Ja. So. Ja. Dann zum Schluss würde ich sagen, wir haben unseren ersten Audiokommentar bekommen. Da, 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 da. Von Thorsten aus München. Ich werde ihn jetzt einfach mal hier einspielen. Und ja, dann hören wir uns direkt wieder. Es dauert nur 20 Sekunden. Bis gleich. Servus, die Herren. Lauf gerade an der Isar in München entlang, hab eure letzte Folge gehört. Ganz begeistert von dem Bericht über die Riedenburger Brauerei. Fahren wir nächste Woche mal hin. Und ich frage mich, nach welchem Kriterium ihr diese Rezepte aussucht. Waren beide furchtbar. War ja wohl auch so gedacht. Macht Spaß, euch zu hören. Weiterhin alles Gute und beste Grüße nach NRW. Ciao. So, da sind wir wieder. Ja, der Thorsten wollte wissen, wie wir unsere Chefkoch-Rezepte aussuchen. Jetzt habe ich es schon verraten. er fragte danach, was wir denn bitte unsere Rezepte bei chefkoch.de aussuchen, also, ob die einfach nur schlecht sind. Ja, also ich habe da so einen Algorithmus gebaut. Nein. Nee, es sind nochmal Zufallsrezepte. Wir drücken wirklich, wenn ihr auf chefkoch.de geht, dann auf Rezepte, da gibt es einen Punkt, der heißt Zufallsrezept. Und genau das machen wir. Ja, das ist super geil. Und Chefkoch.de ist ja immer super weit da vorne mit dabei. Mein Handy hat extra sogar eine Funktion im 3D-Touch. Ich habe es schon mal erwähnt, bestimmt. Aber dann bist du noch schneller da, wenn du das hast. Und man muss zugeben, es ist schon bestimmt zweimal vorgekommen, dass ich einfach was weitergeklickt habe, weil es entweder zu langweilig war oder zu langweilig war. Ja. Aber so. ich suche auch nie ein Rezept. Also probiert das einfach mal aus. Ich glaube, es gibt so viele skurrile Rezepte, die man dadurch entdecken kann. Ne? Deswegen machen wir das ja auch immer. Ja, deswegen machen wir das jetzt auch gleich auch wieder. Ich würde sagen, ich drücke. Okay? Ja, mach du. Müssen wir da noch was mehr beantworten? Das war eigentlich die einzige Frage. Nee, er hatte sonst ja gesagt, Riedenburger, cool, will er besuchen. Ja, da müssen wir jetzt auch nichts mehr zu sagen. Ne? Also, kann man so stehen lassen. Wer es sich noch nicht angehört hat, ne? Vorletzte Folge, glaube ich, letzte Folge. Vorletzte Folge, rückwärts hören, würde ich sagen. Ja. Sehr schöne Folge. Ja. So, mein Zufallsrezept passt wie die Faust aufs Auge. Es ist wirklich, man könnte sagen, es ist Karma. Ich werde dir jetzt schon sagen, mein Rezept wird es um Weiten übertreffen. Ich habe ein Joghurtdressing. Nein. Doch. Die hören uns doch zu. Plan. Die hören uns doch zu, ey. Ja. Und zwar ein Becher Naturjoghurt, Essig, Öl und dann Creme fraiche mit Kräutern. Ein Becher Creme fraiche mit Kräutern. Ein Teelöffel Salz, ein Teelöffel Senf, halbe Zwiebel, halbe Knoblauch, halbe Zehe Knoblauch. Dafür schneide ich doch keine Zehe auf. Und dann 2 Teelöffel gehäufte Kräuter, Salatkräuter. Aber warum muss man das dann? Was war das, Creme fraiche mit Kräutern? Ja. Ich verstehe nicht, warum man Creme fraiche mit Kräutern, warum man das braucht. Warum es dieses Produkt überhaupt gibt. Wahrscheinlich hat sie das einfach so gemacht. Erstens, also um das vorwegzunehmen, sie hat das einfach so aufgeschrieben, weil sie es so im Kühlschrank hatte. Würde ich jetzt sagen. Aber warum es dieses Produkt gibt, ne? Ja. Verstehe ich auch noch nicht ganz. Ich hatte jetzt, meine Frau hatte mitgebracht, das war ein Ziegenfrischkäse mit
Kräutern drin. Ich habe auch gedacht, so, das ist ja so ein, diese Pyramiden-Ziegenfrischkäse. Wenn ich da Kräuter reinhaben wollte, dann mache ich doch da frische Kräuter drüber. Weil das Zeug, was da drin ist, ich meine, da guckst du aufs Verfallsdatum, dann siehst du bei den Kräutern, das ist immer noch 2 Monate haltbar. Und wenn du dir dein blödes Creme Fraiche Kräuter reinmachst und das hält keine 4 Tage mit den Kräutern da drin. Aber zum Beispiel beim Frischkäse, du nimmst halt den Frischkäse, schmierst es auf dein Brötchen oder Brot, keine Ahnung was. Aber was machst du denn mit dem Creme Fraiche? Also willst du einen Kräutergeschmack haben, ja? Ja. Was machst du denn mit dem Creme Fraiche? Ich weiß es auch nicht. Eine Lasagne? Ja, dann, also ich verstehe nicht, warum da Kräuter drin sind. Du willst Kräuter drin haben? Ja, ich verstehe es auch nicht. Also selbst das wäre sehr obskur. Also mit Bärlauch kann ich mir das ja vorstellen. Ja. So, schwierig. So, du bist dran. Ja, es ist genau in dieser Sekunde, ist mein Rechner ausgegangen. Sekunde. Urmelis Rum-Kokoskugel. Schick den Link, bitte. Ja, also wirklich sensationell gutes Foto. Sehr schön auch im Hintergrund der Frosch als Dekoration. Ich will sehen. Ja, Sekunde. Wo ist denn der Herr Lersch? Hier, zack, zack. Jetzt bricht die Leitung zusammen. Ach, ich habe am Ende, ist immer bei den URLs dann ein Fragezeichen, Zufall gleich on. Ich habe da gelesen, Unfall gleich on. Wer weiß. Vielleicht rollen die uns ja damit. Vielleicht wäre das ja mal geil, wenn du dann so als Easter Egg in der Webseite, dass du Unfall gleich on eingeben könntest und dann würdest du dann die ganzen Unfälle sehen. Das wäre schon witzig. Gibt es dafür nicht schon irgendwelche Fotoserien und Blogs? Genau. Ja. Tumblr, glaube ich. Ja. Umlis Rum-Kokoskugeln. Ja, also meine Oma hat früher schon immer sehr, sehr leckere Rumkugeln selber gemacht. Was ich sehr beeindruckend finde, aber ich könnte sowas nicht machen. Das ist ja geil, die erste Zutat ist ja echt zum Abfeiern, oder? Ja, doch. Kuchenreste. Genau, 200 Gramm Kuchen, in Klammern Kuchenreste. Ich verstehe dieses Rezept nicht mehr. Kuchenreste, zum Beispiel von dem Rezept Umlis cremige Pfirsich-Käse-Sahne-Törtchen in eine Schüssel geben. Umli ist bestimmt voll der Chefkoch-Star. Warte mal. Schon 12 Jahre Mitglied des Umli und hat 156 Beiträge geschrieben, was im Schnitt 0,04 sind am Tag. Auch sehr beeindruckend. Ja. Da ist aber auch bei dem Umlis cremige Pfirsich-Käse-Sahne-Törtchen ist auch wieder dieser blöde Frosch dabei. Ich glaube, Umli feiert sich gerne selber. Wenn sie schon, das wäre so, als wenn jeder Burger der Woche irgendwie heißen würde, Martins Bärlauch Chorizo Burger. Aber ich verstehe nicht, wie man von dem Kuchen einen Kuchenrest machen kann. Ich meine, das ist ein. Ja, das ist ja eher eine Torte, oder? Ja, eben. Also, Alter, guck mal, die hat 177 Rezepte hochgeladen und mehr als die Hälfte heißt immer Umeli. Umelis Apfelstreusel. Der Frosch heißt vielleicht so. Ja, das kann sein. Umelis Kish Baileys Cappuccino Torte. Da müssen auch immer 27 Zutaten drin sein, ne? Das kann nicht einfach ein Kirsch Cappuccino Torte sein. Umelis Kish Baileys Cappuccino Torte. Umelis Apfel, Haselnuss, Schoko, Apfel, Kuchen. Okay. Eieiei, Umeli. Also ich sage ja auch extra nicht schon den vollen Namen aus, dass man sie nachvollziehen könnte. Aber du verlinkst ja das. Ihr könnt euch das selber mal nachgoogeln. Da ist auch so eine Chefkochmütze hinter. Das die oder der Omel ist Chefkoch. Okay, das sind heißt, ist sie so die 200 aktivsten Nutzer. Die ist. Nee, es ist Gourmet-Kati. Aha. Also sie ist nicht unter den 200 aktivsten Nutzern. Ja, boah, die tauchen jetzt hier ganz tief in die Materie. Aktivität auf Platz 304. Okay, krass. Gratuliere, Umeli. Genau. Ja. Aber das mit den Kuchenresten musst du uns echt nochmal erklären, das verstehe ich nicht. Wie geil ist das denn? Hier, Chefkoch wirst du ab 6000 Punkte. Weißt du, was du bist, wenn du nur 200 Punkte hast? Nein. Küchenjunge. Ja. Nein.
Oh mein Gott. Ja. Stellt euch einfach mal den Küchenjunge mal 30 vor, dann seid ihr bei Umedi. Tellerwäscher. Du fängst als Tellerwäscher an, dann Kartoffelschäler, Küchenjunge, Smoothie, Kaltmamsel, Suppenkoch, Händelgriller, Chefkoch und dann Sternekoch. Wobei ich den Händelgriller definitiv unter dem Suppenkoch noch sehe. Ja. Ich weiß es ja nicht, aber Händelgriller. Weißt du, dann wundern sie sich bei so Begriffen, ne? Du konntest ja Kaltmamsel noch nicht mal aussprechen, dass den irgendwie die User verkreisen. Also weißt du, dass sie zu alt wären. Hm. Das hört sich nicht nach frischem Wind an. Nee. Naja, also das war wieder. Ich glaub, wir müssen da mal mit den passenden Leuten reden. Ja, das ist wieder Zufallsrezept gewesen, also nicht unsere Auswahl. Wir wollen hier jetzt nicht sagen, mach das bitte nach. Wir feiern das nur, dass es Zufallsrezepte gibt. Genau, und das ist immer witzig am Ende einer Folge und ich würde sagen, da sind wir nun wieder angekommen. Ja, übrigens, Umeli ist 40 Jahre alt und noch Single. Ha? Jetzt ist aber langsam gut, Martin. Wer gerne Kuchen isst. Martin, jetzt ist aber langsam gut hier. Hier, Rodenbach aus Holland, Belgien. 18 Monate fast gereift. Kann ich nur empfehlen. Auch aus der Flasche, aber besser natürlich im Glas. Oh Mann, du bist echt versaut. Ist nicht versaut, es ist super lecker, wirklich. Ja, also, du trinkst das es aus der Flasche, Mann, ey. Ja, ich kann so diesen roten Schimmer in der braunen Glasflasche auf jeden Fall erahnen. Aha. So, dann würde ich sagen, wir haben es wieder geschafft. In 2 Wochen hört ihr uns dann wieder. Mit 2 Audiokommentaren. Das wäre cool, wenn der nächste kommen würde. Gerne auch mit Fragen zu unserer Salatsauce, zu den Geheimrezepten von Gabriela. Keine Ahnung, was ihr euch einfallen lasst. Vielleicht. Ja, es wird ohne Scheiß danach gegoogelt. Ich habe das gesehen. Ich wollte diese Soße googeln, ob man das im Internet kaufen kann. Und ich habe gesehen, dass Leute nach dem Rezept suchen. Ja, ich glaube das. Ja. Und verratet uns doch mal eure Lieblingssalatsoße. Das würde mich echt mal interessieren. Oder gebt uns mal euer Rezept. Ne? Spammt uns einfach ein bisschen zu. Wir freuen uns über jeden Kommentar. Also entweder unten in die Kommentare oder einfach einen Audiokommentar schicken. Wir schneiden euch dann in die nächste Folge mit rein. Oder. Oder sollte euch diese Folge gefallen haben, einfach mal auf iTunes positiv bewerten. Oder das durchflattern. Ja. Oder einfach auf Twitter, Instagram, Facebook Nachricht rüber schicken. Oder ihr schreibt so lange Chefkoch-Rezepte, bis ihr uns auch durch das Zufallsrezept erreicht habt. Das wäre auch cool. Das wäre schon witzig, wenn die dann in so einer Rezeptangabe uns dann menschen würden. Ne? Wie Umelis, einfach Küchenfunks, Caesar Dressing, so mit diesen ganz tollen, exakten Angaben, wie ich sie heute genannt habe. Ach ja, auch ein Ei. So irgendwo ganz unten, ganz nach dem ganzen Text und nach dem Rezept einfach. Ja, jetzt, ach ja, stimmt, ein Ei. Auch rein. Fangt besser damit an, wenn ihr das Dressing hochzieht, ja. So machen wir das. Ja. Ne? Gut, wir freuen uns auf Chefkochrezepte, die mit Küchenfunk anfangen. Sehr schön. Ja. So, wir sind raus. Vielen Dank. Eine Sache habe ich noch. In eigener Werbung. Genau, eigene Werbung. Ich eifere dem Martin nach und bringe den Hotdog ins Ahrtal. Dernauer Weinfrühling, 23. 24. April, ist hier schöne kleine Wanderveranstaltung mit viel, viel Wein. Und ich und Caroline machen Hotdogs, zweierlei Hotdogs. Die habt ihr auch noch nicht im Worst-Case-Szenario gegessen. So was habt ihr noch nicht gesehen. Gesehen habt ihr das auch noch nicht. Also wer uns besuchen kommt, wir freuen uns auf euch. Ich verlinke die Webseite, dann könnt ihr mal gucken, welche Weingüter dabei sind. Wir stehen am Stand von Julia Bertram, der ehemaligen deutschen Weinkönigin. Und das wird sich nicht nur wegen der Weine lohnen, sondern auch wegen dem Essen. Und wenn das Wetter stimmt, dann braucht ihr auf jeden Fall irgendwas zum Pennen, weil nüchtern kommt ihr nicht nach Hause. So. Sehr schön. So, um einen ehrfürchtigen, wohlgeschätzten Kollegen zum Abschluss noch zitieren. Maggi, der Geschmack meiner Kindheit. Arschloch.
So. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Ciao. Drecksau. Tut mir leid, der musste noch sein. Ich war gerade so gefühlsduselig und Penner, haus mir jetzt hier noch so einen rein. Ey. Ach, ich kann das doch verstehen. Deine Kindheit war Curry King oder was, ne? Ne, ich habe das schon erzählt, dass meine Mutter so schlecht gekocht hat, dass ich auch Koch unter anderem deswegen geworden bin.